Das ist mein Vorteil. Ich als Influencer, weißt, das spielt mir nicht so eine Rolle, wir können über alles reden. Wegen Awards, bei dem Podcast Awards ist mir jetzt wirklich schnurzegal gesehen. Der Einzige, was mich interessiert, ist der Swiss Comedy Award. Und den finde ich auch richtig, aufgebaut, weil die Jury dort sind mittlerweile 150 Leute, die alle etwas mit Musik, mit Comedy zu tun haben. Das ist halt so ein bisschen wie die Academy von den Oscars. Oder? Und dort weisst du dann halt, wenn du nominiert wirst. Ja, ist ein Ritterschlag, dann, das freut dich. Dann ist es effektiv die Community. Hey, ich habe jetzt gerade einen Preis bekommen. Soll ich den hier auf den Tisch stellen für mein Nummer 1 Album? Voll geil. Und dort hast du, weißt du, wenn du das Nummer 1 Album machst in der Schweiz, bekommst du einen Award von der. Ja, ist jetzt peinlich. Das musst du jetzt noch nicht laufen. Das ist geil. Hure schön, oder? Ja. Yeah. Und es ist seit langem wieder mal ein erster Award. Also ich habe meine ganze Wand von früher fast tapeziert mit Gold- und Platin-Awards. Aber das liegt halt schon ein bisschen zurück. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach, mit Verkäufen oder mit Streams Awards zu generieren. Und den bekommst du eben, wenn du das Platz 1, also das Nummer 1 Album hast, als Schweizer Act, bekommst du den Award. Und das ist jetzt mein erster, ob schon ich schon mal eins hatte, aber dann hat es den Award noch nicht gegeben. Und dem habe ich zu hohe Freude. Das ist eben genau das, oder? Das ist quasi IFB und GFK, das ist so die Branche. Und wenn die quasi huldigen, dass du so etwas geschafft hast, das ist einfach nicht so irgendwie ein Zeichen dafür, dass das, was du gemacht hast, wirklich auch etwas kann. Für etwas ist, weißt du so. Und das ist auch bei deinem Comedy Award ein bisschen ähnlich, nehme ich an. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist... Kannst du dann am Schluss aufnehmen. Also. Nein, aber es ist genau das, oder? Weil bei gewissen Preisen, in der Comedy gibt es auch einen zum Beispiel, der heißt irgendwie Comedy Award Switzerland oder so. Und das ist halt oft von dem Veranstalter, wo dann effektiv die Leute veranstaltet. Genau. Und dann siehst du immer so, das Jahr hat es der Mario Barth gewonnen. Übrigens ist er auf Tour. oder eben, es geht auch um Reichweite. Der und der Influencer gewinnt jetzt auch noch einen Preis, weil die haben im Endeffekt am meisten Reichweite, dass es die Leute mitbekommen. Also ich habe nur 4 Preise und ich habe wirklich so eine kleine Ablage über dem WC und dort passen sie einfach perfekt an. Okay, das ist doch gut. Das ist ja, mein letzter Musikpreis, den ich aber noch Privalo war, dann war der noch das, gewesen, was es gegeben hat. Dann kam der Swiss Award. Ja. Hat der Privalo abgelöst quasi oder verdrängt. Der Privalo gibt es ja immer noch, aber wirklich so ein bisschen als wichtigster Preis ist der Swiss Award gekommen. Dann ist der Swiss Award verlumpet, glaube ich. Oder es hat nicht mehr so interessiert. Und dann ist der Swiss Music Award gekommen. Und da habe ich bis jetzt zu wenig performt oder die falschen Leute kennt. Oder ich weiß auch nicht genau, was das liegt, aber dort habe ich noch kennen. Wie der Baschi. Baschi hat ja auch kennen. Der Baschi hat auch keinen. Genau. Das ist seine alte Geschichte. Die alten Hasen haben halt noch kennen von denen, weil eben, ich habe meine Preise bekommen zu Zeiten, wo es den noch gar nicht hat gegeben. Ja, in der Comedy merkst du das auch ein bisschen, dass so, ich sage jetzt so, der Mittelstand, nenne ich es jetzt mal, wo wir sind, dass das ein bisschen untergeht. Weil es wird extrem viel Nachwuchsförderung gemacht, was super ist, aber es wird zum Teil fast überpusht. Also weißt du, dass dann halt Leute an einen Spot kommen, wo sie wie noch nicht bereit sind dafür und das verheizt sie dann mehr. So. Genau. Und also gut, das ist ja heute eh Tendenz. Ja. Dass einer spielt auf TikTok ein bisschen cool Gitarre, ein anderer macht nebenan ein hure lustiges Tänzchen, auf das Mal sind die Platz 1 in der Hitparade. Ja. Und sie haben noch gar kein Album für eine Tour zu spielen, sondern können einfach diesen Song spielen. Gut, mehr braucht sie eigentlich heute auch nicht mehr. Die Leute einfach keinen Song hören und dann gehen sie wieder in die Bacardi Dome. Aber ich glaube einfach für die Nachhaltigkeit ist das ist mega schade eigentlich. Ja. Also weißt du, auch für die Künstler, weil die hätten ja das Potenzial eigentlich. Ja, sie werden einfach zu früh... Es wird zu früh zu gross plötzlich. Ich glaube, das war immer das Problem von Castingshows, oder? Ja. Dass halt einfach am Schluss gewinnt jemand und dann müssen sie innerhalb von
drei Wochen müssen sie ein Album rausballern. Beziehungsweise sie haben einfach mit den letzten zwei einfach ein Album produziert. Genau. Und das, das ist dann dann nicht sehr persönlich für denjenigen, der gewinnt am Schluss, oder? Aber ja, das ist ja dir und mir erspart geblieben, der Weg, oder? Zum Glück. Hast du Casting schon gemacht mal? Nein. Nicht, oder? Nein, das muss ich gerade überlegen. Nein. Nein, also du machst eben so gewisse Wettbewerbe und so machst mit, aber in der Musik und in der Comedy habe ich immer gefunden, dass das Wettbewerb eigentlich das Falsche ist, weil du vergleichst ja den Äpfel mit Bieren. Ja, also es ist halt vor allem Geschmackssache und je nachdem, gut, wenn du den Geschmack triffst von vielen Leuten, ist es dann im Endeffekt auch wieder das Gleiche. Ja, aber wenn du, jetzt einen Metal-Wettbewerb machst und es sind alles Metal-Bands dabei, vielleicht eher, aber im Metal gibt es dann irgendwie auch nochmal 25 verschiedene Sparten und es wird dann extrem schwierig, dass irgendwie... Ja, aber also es ist eigentlich, weder Comedy noch Musik sollte kompetitiv oder kompetitiv sein. Yeah. Also es sollte nicht um einen Preis gehen, am Schluss. Genau. Sondern es geht um die Emotion, bei dir wie bei mir. Ja. Yeah. Genau. Aber es kann gleich ein Weg sein. Das siehst du bei Steffi Heinzmann. Ich meine, aus der ist er der perfekte Popstar geworden, wie ich finde. Stimmt. Oder jetzt so Luca Hänni. Mhm. Ich meine, bei aller, ob es ihm das gefällt oder nicht, aber der Dude ist wirklich hardworking. Yeah. Also ich kenne schon ein paar, die so hart arbeiten in ihrer Karriere. Aber ich meine, der Typ, wie der jetzt hat gelernt tanzen die letzten Jahre. Und das Ding mit Dirty Dancing, ich meine, das musst du zuerst mal machen. Das habe ich wirklich auch ein SMS geschrieben und gesagt, hey Mann, big respect. Yeah. Also, weißt, das ist ein Riesenkrach. Und ich glaube, das ist auch schön für, dann, für gerade einen, der aus einer Castingshow kommt, wenn er dann irgendwie von einem, der auch schon ein Weile im Business unterwegs ist, vielleicht auch mal ein SMS bekommt. Also das freut mich auch jeweils. Als mein Album Platz 1 ist, hat mir auch der eine oder andere geschrieben und gesagt, hey, es sieht mega geil, man hat es mega gönnen. Yeah. Das freut einem ja dann. Und ich finde, der Respekt, da muss man so Leute wirklich einfach auch zollen, egal woher die kommen. Weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, du musst dich mal behaupten. Also wenn kommst du jetzt aus einer Castingshow raus, okay, die ersten zwei Jahre vielleicht, wirst du gepusht von hinten, da schiebt jeder, der Kohle jahrst, nur dass es möglichst läuft, weil die wollen ja alle Geld verdienen. Aber wenn die zwei Jahre durch sind, kommt die nächste Staffel und dann bist du einfach weg. Oder wenn das Jahr durch ist sogar, kommt die nächste und du bist weg. Und wenn du es dann schaffst, trotzdem zu bestehen. Und jetzt behaupten. Dann finde ich halt, der hast du genauso verdient wie einer, der einen anderen Weg hat genommen. Ja, logisch, weil eben die Zeit zeigt dir ja dann, ob du es schaffst oder nicht. Also im Endeffekt ist jeder, der in der heutigen Zeit manches Jahr überdauert, in seiner Branche. Sei das Comedy, sei das Medien, was auch immer. Einer, der die Zeit überdauert hat, der hat es irgendwie nicht nur mit ein bisschen Charme geschafft, sondern derjenige muss etwas können und das ist das, was ich finde. So, das zeichnet ja dann eigentlich einen Popstar oder einen Comedy-Star oder auch einen Sportler einfach aus. Weißt du, mal ein Skirennen gewinnen und eine Olympiade. Das hat schon ein paar gegeben, die einfach realisiert. Boah, nie damit gerechnet, jetzt bin ich ja. Aber du musst dann die nächste Olympiade oder jetzt wieder Odi einfach den auch sonst abliefern. Und erst dann wirst du zum Star. Und vorher, sonst bist du einfach ein One-Hit-Wonder. Ja, das ist jetzt bei Sing Mein Song, ist das jetzt in der ersten Folge, wo der Baschi gesehen ist, haben sie es recht davon gehalten, weil der Baschi so lange überlebt hat und bestanden hat und eben der Luca auch, oder? Ja, voilà. Und sieht man, dass ich es noch nicht gesehen habe, ich muss es noch. Die Folge habe ich geschaut wegen Baschi. So. Wegen Baschi. Ja. Am nächsten Tag geht es nach, das habe ich gedacht. Ja, vielleicht ein bisschen updaten schnell. Ist klar. Ist klar. Gut, hat schon einfach seinen Beitrag können schauen schnell, wie er gesungen hat. Hey, nein, aber nicht. Es ist um ihn gegangen. Ja, ah, okay. Es ist um ihn gegangen. Stimmt, dann okay, bist du so, okay, es ist gerade deine Sendung. So, oder? Ja. Yeah. Wir sind eigentlich schon mit drin. Ciao zusammen. Ja, Ritschi, schön bist du. Danke vielmals. Ich habe das Gefühl, du bist einer von denen, der prädestiniert ist für diesen Podcast. Ja, also generell, ich rede einfach gerne. Ich merke das so, ich glaube, ich wäre prädestiniert, einen eigenen Podcast zu machen. Wenn ich da so hocke und mit dir rede, denke ich so, ja, ist ja eigentlich easy, ein bisschen bläuderle. Ja, mach doch einen. Puh, wenn du mein erster Gast bist. Noch so gern. Also, wir machen das hier mal. Falls ich mal einen Podcast mache, dann muss ich mein erster Gast. Nora Jones hat jetzt einen Podcast, den ich recht geil finde, wo sie andere Leute aus der Musik einladen und sie reden und jammen zusammen. Ah. Das ist recht geil. Ah, sehr geil. Ja. Yeah. Hey, mein Problem ist, ich kann nicht ein Instrument spielen. Weißt, ich kann nur singen. Also klar, ich kann noch Schlagzeug. Ich kann noch Beatboxen ein bisschen, ich kann Geräusche machen.
So. Einfach so Zeug. Das kann ich, aber mit dem kannst du nicht jammen. Da kannst du einfach höchstens ein bisschen das lustig haben. Mit einer Loopmaschine? Vielleicht könnte ich ein Comedy-Programm machen. Mit meinen Skills, die ich sonst noch so kann. Weißt du, so ein bisschen, nicht der andere geheissen, der von Police Academy. Ich habe es kürzlich von dem gehabt, der Winslow. Winslow, genau. Ich habe kürzlich mit meiner Freundin von dem erzählt. Ich würde gerne so Geräuschchen machen, so sagen sie gerne. Wie sie gefunden hat, jetzt Scream 6 oder so ist jetzt im Kino. Oh Gott, echt? Ja, yeah. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, es braucht von nichts einen sechsten Teil, oder? Und dann so von Police Academy. Dann habe ich so gefunden, Police Academy, ja, glaube ich schon. Hey, wie alt bist du? Du bist noch ordentlich jünger als ich, oder? Ich bin knapp 10 Jahre jünger als du. Ich bin 35. Ja. Ja, nein, also das ist schon nur 9, das muss man ganz klar sagen. Eben, darum sage ich knapp. Nein, knapp. Nein. Wann hast du Geburtstag? Im März. Im März? Also, dann sind es genau 9. Ja, ja, eben, ich, genau. Ja, ich habe Februar. Schon, müssen wir einen Punkt machen. Ich bin 44, nicht 45. Ist das ein grosser Schritt? 45? Hey, ich glaube im Fall, 40 hat mir nicht so weh da. Ja. Yeah. Aber seit 40 war eine Pandemie gewesen. Also nach 40 war eine Pandemie gewesen. Und jetzt mal Tag und jetzt bin ich plötzlich 44 und das Leben wieder so richtig. Ja, ja, ja. Findest du irgendwie so, ja, puff, Damien, 44. Ja. Yeah. Ein bisschen viel. Aber ich habe letzte Doku geschaut von den Fantastischen Vier und die Jungs sind alle über 50. Und yeah. Dort hat er, wie hat er geheissen? Hausmarke, wie heisst er? Der, also es gibt den Thomas D., den Smudo. Der Michi Beck. Den meine ich, yeah. Der Michi Beck hat gesehen, er hat 57. Geburtstag den ganzen Tag nur gerannt. Das hat einen Huren gebraucht. Und ich finde, 50 ist schon nochmal ein anderes Hausnummer. Das, ich finde, so 40 ist im Fall irgendwie noch easy. Also, wenn du so im Leben angekommen bist, wie ich, coole Family, coole Karriere, schon das eine oder andere erlebt, was du sonst nicht so erlebst, dann ist 40 ähnlich easy zu nehmen. Aber ich habe das Gefühl, so 50 ist schon nochmal so ein Schuhnummer. Findest du so... Also ich weiss nicht. Genau, der 50. ist bei einem Kollegen, ist auch riesen Party, also Überraschungsparty von seiner Freundin. Und er ist einfach in seinem Haus ist einfach da geblieben. Eben. Und dann haben alle eine Party geführt und er hat nicht keine Ahnung. Das ist einfach ein bisschen wie bei, das ist ein bisschen wie bei denen, die eben so eine Award-Show gehen und das Gefühl, sie gewinnen und dann gewinnen sie nicht und dann sagen sie allen, hey, das ist voll okay. das tut überhaupt nichts mehr. Oder? So merkst du, sie leiden. Ja, und ist... müssen jetzt aber mega die Fassade bewahren. Und dann ist es aber vielleicht gescheiter, du gehst an deinem 50. Geburtstag dann nicht an deine Überraschungsparty. Aber ich find's etwas weird, wie eben, so etwas wie Awards gleich mit einem etwas können machen. Also weißt du, so, wie das Ego einem dann dort dazwischen funkt und so sagt. Aber ich bin nicht sicher, ob es Ego ist. Es ist halt einfach schon, du schaffst ja etwas. Ja. Yeah. Und es gibt eine Auszeichnung, die einer bekommt. Und alle arbeiten an dem. Ja, ja, ja. Einer bekommt die Auszeichnung. Und es ist ja dann nicht, dass du nicht die Auszeichnung bekommst. Das ist, mit dem kann, glaube ich, jeder umgehen. Aber es ist halt schon, es manifestiert sich dann etwas in deinen Händen, wo du kannst sagen, aber mies. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist viel. Ich glaube, es ist nicht die Enttäuschung, dass man es nicht geschafft hat, aber es ist der Verlust von der Freude, dass man es geschafft hat. Ich weiß nicht, wie man das will. Ja, ja. Aber ich glaube, man freut sich halt darauf, dass man dort die Auszeichnung könnte gewinnen könnte. Und wenn man sie dann nicht bekommt, ist es wie okay. Mhm. Aber wäre es schon schön gewesen, den Preis irgendwie jetzt gestellt zu stellen und sich auch 3 Jahre später noch darüber zu freuen. Also ich weiss nicht, ich hatte ein paar Preise in meiner Karriere oder bekommen und ich freue mich heute noch über die. Yeah. Weißt du, das sind so, ja, glaub, Meilensteine. Oh, du weisst genau, hey, ja shit, dann habe ich das. Aber ich glaube, sich darüber freuen ist ja gut, aber man sollte es nicht zu fest warten, im Gegensatz zu eben, wenn es mal nicht klappt. Wenn es nicht längt, yeah. Genau. Ja klar. Weil das Leben geht weiter und es jo, macht und im Endeffekt, und das kann ich ja wirklich unterstreichen, es ändert sich nichts, ob du es bekommst oder nicht. Weil ich habe ein paar Preise bekommen und ich habe ein paar Preise nicht bekommen und es ist eigentlich immer genau gleich weitergegangen. Yeah. Es ist halt einfach, entweder redest du an den Interviews nachher halt drüber, wie schön dass es ist, den Preis bekommen zu haben, oder du redest drüber, ob du jetzt enttäuscht bist, dass du ihn nicht bekommen hast. Yeah. Das ist halt Thematik. Aber generell, sonst ändert sich eigentlich nicht viel. Ja, aber also ich meine zum Beispiel bei dem Preis, den du jetzt gekriegt hast, was heisst das Nummer 1 Album. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, weiss nicht, nimm es schnell führen. Ja, dann jetzt immer dabei. Der Number One Award. Der Number One Award aus Glas. Aber man muss schon dazu sagen,
Ja, ich packe ihn immer wieder ein, weißt du, so in so Folie. Und nehme ihn nicht so lange mit, bis meine Kinder überall haben geklebt. Und dann nehme ich ihn nicht mehr mit. Aber ich glaube, das ist weißt, wie ein Preis, der auch messbar ist, oder? Wo es einfach wie klar ist, hey, wenn du Nummer 1 gehst, dann kriegst du den Preis, oder? Hey, ja, also und wenn eben in dieser Woche in der Schweiz am meisten Alben verkauft. Ja. Auch wenn das in heutiger Zeit, und das ist eben genau das, wo du dann geschmälert, oder wenn du dann jemandem sagst, hey, ich habe Platz 1 in der Schweizer Hitparade mit dem Album, das ist das Erste, wo dir Kollegen sagen, ja gut, aber das heisst ja nicht mehr heute. Ja, ja, ja. Wer verkauft noch Alben? Und dann sage ich, ja, aber von denen, die noch Alben verkaufen, habe ich am meisten verkauft. Ja. Das ist das, was ich mit dran frage. Doch nicht schauen, wie viele Units das jetzt unter dem Strich sind. Und natürlich sind es viel weniger, als ich noch vor 20 Jahren verkauft habe. Yeah, yeah. Aber es ist, es ist wie egal. Es spielen ja alle immer noch nach den gleichen Regeln. Und es hat jeder immer noch die Möglichkeit, am genau. meisten zu verkaufen in dieser Woche. Und ich habe jetzt halt am meisten verkauft. Und ich freue mich einfach ab dem. Und das ist genau der Punkt, wo ich muss sagen, weißt du, es gibt genug Situationen jetzt auch in meiner Karriere als Musiker, wo du dich hinterfragen kannst, soll ich das überhaupt noch machen? Mhm. Bringt es das noch? Yeah. Und das sind dann so kleine Sachen, die dann einfach sagen, ja Mann, ja, es bringt es noch. Ja, logisch. Oder freu dich doch drüber. Und das ist genau der Punkt. Das ist einfach eine manifestierte Freude und yeah. nicht nur eine, die ich mir innen habe. Ich freue mich jetzt gleich wieder. Ja, aber ich glaube, das ist ja vor allem, wenn man es schon ein paar Jahre macht. Also wenn man schon ein paar Jahre in der Szene ist und schon ein paar Jahre irgendwie professionell auf welchem Beruf auch immer schafft. Ich habe das in der Comedy gemerkt und ich sehe das auch immer wieder bei Leuten, die jetzt irgendwie angefangen haben. Am Anfang passiert ja so unglaublich viel und du hast so viele Firsts. Also genau. Alles ist das erste Mal und das gibt dir so das Gefühl von wahnsinnigem Momentum und wow, es geht so ab. Und die Firsts werden halt immer weniger. Das dann halt einfach irgendwie eben von Leuten, die schon länger dabei sind, höre ich dann, ja, und dann bist du halt zum siebten Mal in dieser Location. Und dann hast du mal ein bisschen weniger Tickets, dann hast du wieder ein bisschen mehr, aber es ist nicht mehr so, dass das Lineare, wow, es geht immer drauf. Genau. Und dann braucht es immer wieder so Impuls, wo einem irgendwie eben das Gefühl wo kann. Ja, ich will weitermachen. Es lohnt sich. Du hast gegen noch eine gewisse Relevanz. Mhm. Weißt, ich sage auch immer, wenn du es gibt so Musikjournalisten, die alle sagen, ja, nee, aber dem, da musst du, der verreist die eh noch. Ich sage immer, ein Verriss von dem zeigt, dass ich gewisse Relevanz habe. Wenn mich der nicht mehr verreist, ist es wie auch nicht mehr so wichtig. Ja. Ich habe lieber einen Verriss vom Arne Hebeisen grüße als kennen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist für mich genau der Punkt. Oder? Ich finde, das ist eben auch mal nach 22 Jahren Karriere, und weißt, ich meine, mit Plüsch, das ist ab wie eine Sau. Yeah. Und dann habe ich vor 13 Jahren habe ich gefunden, okay, ich mache jetzt Solo weiter. Ich ernähre seit 13 Jahren meine Familie als Musiker mit meinem Solo-Projekt. Und wenn die Leute mit mir reden, kommt immer plus hier, plus da, plus dort. Mhm. Dass ich mit meinem Solo-Projekt ohne Golden Warder Wand habe daheim, das sehen die Leute dann nicht mehr so. Und das ist auch ein Zeitalter von Spotify und all dem Zeug. All die Awards auch weniger. Und wie du richtig sagst, wenn du an einem Festival früher gespielt hast, dann bist du halt das erste Mal dort gewesen. Mhm. Ich habe alle Festivals mal geheadlinert. Yeah. Oder? Wenn ich heute an einem Festival anfrage, wird es schwierig zum Teil, dass ich überhaupt noch spielen kann. Und nicht, weil ich nicht relevanter Künstler wäre, aber weil ich dort halt schon als Headliner gespielt habe. Und vielleicht das schon zweimal oder dreimal, dass ich einfach irgendwann muss sagen, ja, aber was sollen wir jetzt nochmal auf die Bühne stellen. Yeah, yeah. Und das ist so ein Problem, wo du als gestandener Künstler oder du als gestandener Comedian, du zwar vielleicht noch ein bisschen weniger, du bist ja eher noch etwa die Hälfte. Ja, also einfach noch nicht so, du bist noch nicht so ein abgelutschter Comedian, wie ich ein Musiker bin. Wo jetzt einfach jeder schon 15 Mal gehört im Radio das Lied. Aber weißt, alles, was eigentlich mega gut läuft bei mir, yeah. ist zugleich auch ein gewisses Langweilig. Also weißt, wenn du zum x-ten Mal eine Single hast im Radio, die gut performt, ist es halt zum x-ten Mal meine Stimme. Mhm. Und wenn ein Neuer kommt, der irgendwie eine geile Ballade singt, wenn er wahrscheinlich den gleichen Song wie ich würde singen, aber es wäre eine neue Stimme, würden es die Leute viel mehr abfeiern und viel mehr gross sehen. Yeah. Und als Künstler, der das beobachtet, fühlst du dich dann durch das schlecht. Und hast du das Gefühl, ja, aber bei mir nicht. Statt dass du eben einen Schritt zurückstehst und sagst, hey fuck man, aber ich bin nach 22 Jahren Top 40 Airplay, ich habe einen Award bekommen, yeah. ich spiele immer noch, es sind immer noch Leute. Weißt, ich bin ein relevanter Act, aber ich bin halt einfach so lange dabei, dass die Leute das auch nicht mehr so sehen. Oder auch vielleicht auch die Qualität von dem. Ich meine, ich habe eine wunderschöne Frau. Mhm. Ich bin mit meiner Frau seit 25 Jahren zusammen. Ich finde sie
Wahnsinn. Oder? Aber im umgekehrten Sinn, glaube ich nicht, dass sie mich noch so wahnsinnig findet, wie sie mich vor 15 Jahren gefunden oder? Und das ist halt einfach, wenn du so lange mit jemandem lebst, ich bin jetzt halt sehr, wieso nicht, ein sehr romantischer oder meinetwegen auch ein gespüriger Typ und mhm. ich sage jeden Morgen, wenn ich erwache, was ich für ein Glück habe. Mhm. Das macht es jetzt halt weniger. Und es ist halt schon so, dass man irgendwann muss sagen, wenn du immer Qualität um dich herum hast oder etwas hast, dann wird halt auch das irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann musst du halt mal einen Schritt zurückstehen und sagen, hey, wow, aber ich habe eine geile Familie. Yeah. Ich bin glücklich. Ich habe ein schönes Zuhause. Ich bin geborgen. Oder? Mhm. Mir fährt das immer so ein, wenn ich mal eine Woche auf Zürich gehe, in ein Viertelhotel, weil ich halt das geile, coole Hotel nicht vermag für eine Woche, gehe ich halt vielleicht in ein Viertelhotel. Und dann freust du dich im Vorfeld, wow, geil, jetzt kann ich eine Woche lang auf Zürich und jeden Abend gehe ich ausgegangen, treffe Kollegen und es wird mega. Und dann hockst du in deinem Hotel und denkst, ach komm, wir schauen noch ein bisschen Netflix. Und dann, so nach dem zweiten, dritten Tag, willst du nichts mehr als wieder hey zu deiner Familie? Oder auch wenn du vorher denkst, endlich mal am Abend kann ich mal in der grossen Stadt die Ausgang. Puh, mal nicht um 6 Uhr in der Nacht und dann noch Kinder ins Bett tun und dann noch. Sondern jetzt kann ich mal so richtig durchgehen und nach 3 Tagen merkst du, dass eigentlich genau das ist, was du jetzt gerade schon wieder vermisst. Du willst, hey, du willst genau das haben. Und das ist bei einem gestandenen Künstler eben auch so, wenn er dann mal nicht mehr da ist. Weißt du, wenn es dann plötzlich nicht mehr gibt. Ja. Yeah. Dann sind sie dann alle traurig plötzlich. Aber während er immer ein bisschen da ist, wird er halt dann nicht mehr gross abgefeiert. Es gehört einfach zum Leben dazu. Und yeah. Es ist doch eigentlich auch schön, wenn du einfach zum Leben dazu gehörst, bei den Leuten. Ja, also, dass du an diesem Punkt kannst sein, beweist es ja. Ich bin ein Teil vom Leben von diesen Leuten. Und das ist eigentlich das grösste Kompliment. Und darum bin ich mittlerweile bin ich ein anderen Punkt in meiner Karriere, als ich es noch vor 5 Jahren war. Mhm. Dass ich wirklich einfach mega glücklich bin. Und das eben, das gibt mir halt dann irgendwie etwas in die Hand, das für mich noch unterstützt. Yeah. Hey, die Leute haben hohe Freude, dass du da bist. Und du gehörst zu denen in ihrem Leben dazu. Und plötzlich fällt dir wieder auf, wie viele Mails du eigentlich bekommst, wo dir die Leute schreiben, wie toll der Song jetzt sie, oder wie der Song jetzt sie berührt hat. Mhm. Oder wie sie immer bei Heimwesig am Reisen waren. Da denke ich, sie heute noch daran zurück. Und sie nehmen, jedes Mal ist das ein Kompliment, das du aber im Umgekehrten, aber du vielleicht auch gar nicht so wahrnimmst, manchmal. Weil du einfach gewonnen bist. Das sehe ich eben als mittlerweile so wertvolle Auszeichnungen, dass effektiv, wenn du merkst, dass irgendetwas einen Impact hat, schon nur bei einem Mensch, das gibt dir dann mega viel, oder? Weil du merkst, ich habe wirklich mit dem weirden Zeugs, das ich mache, oder mit der Musik, die du machst, habe ich irgendetwas können erreichen. Was lösen bei den Menschen. Und lustigerweise, bei mir sind es oft Shows gesehen, also nicht oft, aber wirklich jedes Mal, wenn ich so eine richtig verschissene Show hatte, weißt du, wo ich wirklich so gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt wirklich das Schlimmste ever gesehen. Ist das bei dir schon mal geil einfach? Ah ja, natürlich. Bei wem nicht? Am nächsten Tag habe ich eines der berührendsten Mails ever gekriegt. Ja. Weißt du? Ja. Wo du wirklich so merkst, oh fuck, sogar wenn es für dich jetzt irgendwie gerade nicht so gesehen ist. Einer ist wirklich gesehen, kurz vor Corona. Corona ist schon so am Umschwirren gesehen. Und so vielleicht 1-2 Wochen vor Lockdown. Und es ist absolut die Weltuntergangsstimmung gesehen. Weißt du, irgendwie 4 Grad und Pisswetter. Und ich spiele dort und ich denke so, boah, heute ist wirklich einfach nichts. Heute ist ganz übel. Und am nächsten Tag habe ich eines der schönsten Mails ever gekriegt. Wo dann einfach dann merkst, das ist die wertvollste Auszeichnung. Ever. Genau. So. Und das ist die Essenz, warum wir das machen. Ja. Yeah. Oder das ist für ganz viele Leute, die ich jetzt mit ihnen zu tun habe. Und dann eben erzähle ihnen ein bisschen, wie das Business funktioniert. Mhm. Erkläre ihnen, dass, wie Spotify im Vergleich zu früher, wo man Hardcopies hat verkauft, oder dann später, wo digital Musik verkauft hast, yeah. Wie das Streaming sich auf das hat, also was für einen Einfluss das hatte. Das die Hörer bei mir sind 5 Millionen potenzielle Mundarthörer in der Schweiz. Mhm. Die haben sich nicht verdoppelt. Yeah. Oder? Für einen Act, der Englisch singt, ist plötzlich die Welt aufgegangen mit Spotify. Voll. Oder? Die haben in der Schweiz performt und plötzlich geht die Welt auf. Mhm. Und dann können sie über TikTok und so Kanäle können die plötzlich die Welt erobern. Das kann ich nie mit Mund haben. Also meine Hörer sind nicht mehr geworden, aber sie kaufen die Musik nicht mehr, sondern sie kaufen es. Also sie leasen sie bei einem Anbieter. Oder? Und dann sagt dem Richie, okay, weil wir geile Siechen sind, geben wir dir halt hier, weißt du, so ein bisschen Globuli. Mhm. Oder? Mhm. Früher ist es Probe, jetzt bekommst du noch das Globuli.
das kannst du haben. Yeah. Mehr bekommst du nie. Und dann merkst du einfach, wie es runtergeht. Und dann erkläre ich das den Leuten. Und dann sagen sie, irgendwann kommt so der Ding so, hey, aber warum machst du das denn noch? Mhm. Oder? Also, hey, so, jetzt mal abgesehen davon, ich meine, klar, für die Freude, aber warum machst du das denn noch? Und dann sage ich, look, jedes Lied, das ich schreibe, kann mein Leben verändern. Yeah. Und das klingt jetzt hier einfach so ein bisschen blöd dahingesagt. Aber ganz ehrlich, als ich Heimweh habe, also den Text zu Heimweh geschrieben, bin ich in einem Bus gehockt mit meiner Schreiner-Abschlussklasse. Das war irgendwie im Jahr 2000 gewesen. Schreiner gelernt, Abschlussreise auf München. Dann sind wir über die Grenze gefahren und nach der Grenze habe ich so gesagt, hey, wenn wir jetzt nie mehr zurückkommen, was würdet ihr am meisten vermissen? Mhm. Schocki, Wein, Schnee. Yeah. Text geschrieben. Das haben wir 22 Jahre später. Und ich kann egal wo herstehen und machen, oh nee, ja. Mhm. Und es singt. Ob das 12-Jährige sind, 23-Jährige, 56-Jährige, scheißegal. Alle wissen genau, Heimweh nach den Bergen. Mhm. Und das ist das, was ich meine, dieser Song hat mein Leben verändert. Und jedes Mal, wenn ich ein Lied schreibe, kann das mein oder auch das Leben von jemand anderem verändern. Weißt du, wie viele Leute haben in ihrem Leben einen Downer gehabt und dann haben sie danach ein Lied von mir gehört, jetzt das neueste Ding ist, irgendetwas ist immer, so wie das Album mal heisst. Dann hören sie den Song und hören, dem geht es gleich wie mir. Und dann geht es schon ein Stückchen besser. Yeah. Oder? Also das kommen alle und sagen, oh, der Thierry Garrel, der hat mit seinen Herzoperationen schon so vielen Leuten das Leben gerettet. Das habe ich im Fall auch. Yeah. Mit meinen Liedern. Oder? Und das ist die Essenz, um das geht es. Wenn ich vorne in der ersten Reihe jemanden habe, ich mache eine Ansage, sie sind am Tränen lachen und dann kommt der Song Eiszeit und dann rennen sie. Yeah. Und das innerhalb von 2-3 Minuten. Die Leute so im Gefühl hin und her zu schlagen, das ist die Essenz von Musikmachen. Das ist das, was mich im Leben erhaltet, wenn es ums Musikmachen geht. Und alles andere muss ich jetzt halt im Jahr 2023 anders organisieren. Dass man irgendwie auch noch ein bisschen Geld kann aus dem rausbringen. Yeah, yeah. Aber wenn es um das Geld verdienen geht, dann müsste Richie schon lange etwas anderes schaffen. Dann müsste irgendwie ein Lebenscoach Ausbildung machen, ja, aber dann müsste, motivieren, dann, wie sie soll, durch ihr Leben gehen. Dann müssten viele in den darstellenden Brief, sage ich jetzt mal, etwas anderes machen. Genau. Oder? Weil das sehe ich in der Comedy, sehe ich das ab und zu, wie gewisse Leute dann so finden, ah, das ist jetzt mein Weg zur Karriere. Und dann merkst du halt, du brauchst ein bisschen mehr Schnuff. Steinig. Du musst es wirklich wählen. Also weißt du, weil sonst eben, dann geht es 3 Jahre und dann hörst du nichts mehr von denen. Und ich glaube, das ist bei all diesen Sachen so, oder? Und darum habe ich aber eben das Gefühl, bist du prädestiniert für den Podcast. Weil was du jetzt gerade gesagt hast, wie du von Sachen singst, wo die Menschen sich können damit identifizieren können und wie du denen auch eine Positivität kannst mitgeben, das widerspiegelt recht das Thema, das wir hier haben. So, well, oder? Voilà, also, genau. Zum Beispiel Ebbe und Flut ist für mich so eine. Ja. Finde ich riesig. Wirklich, wirklich geil. Danke. Ja. Mir gefällt auch extrem. Aber es ist ja genau das eben. Ich finde lustigerweise, wir leben in einer Generation, wo die Leute noch 7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben, glaub, oder? Sagt man. Mhm. Und wenn ich einen Song mache, dann braucht es 3,5-4 Minuten, für denen das Lied zu erzählen. Oder? Und dort haben wir schon ein Problem. Also dort haben wir schon generell ein Problem, wenn du ein Act bist, der nicht auf Effekthascherei aus ist, also Tische abziehen und Arsch in die Kamera haben und Füdelblut den Flickplack über einen Fussgängerstreifen und im Hintergrund läuft das Lied, sondern es geht um die Information im Song, dann brauchst du mehr als 7 Sekunden. Und das ist per se schon ein Paradox in diesem Jahr oder im Jahr 2023. Weil mit dem willst du dein Business befeuern, hast du eh auch verloren. Ja, logisch. Und dort habe ich jetzt vielleicht das Privileg, dass ich schon seit eben so manchem Jahr unterwegs bin und Leute habe, die herhören, weil sie wissen, er bringt diese Art von Qualität oder von Songs. Mhm. Aber natürlich für neue Leute zu generieren, ist es mega schwierig. Und dort, ich bin immer wieder auf der Suche, wie man das könnte machen. Ich lasse mich eben extrem gerne noch inspirieren von anderen Leuten. Hören deine Podcasts. Das freut mich sehr. Weil die Leute eben dort erzählen, was ihr Rezept ist, für sich gut zu fühlen. Ich weiss, was meins ist, aber ganz ehrlich, ich fühle mich auch nicht immer gut. Also ich jetzt so gerade vor 3 Wochen bin ich krank geworden. Ich glaube, ich habe den Käfer verwutscht, wo man vor 3 Jahren mal drüber hat geredet. Mhm. Zum ersten Mal. Yeah. Und weisst, es ist noch lustig. Ich habe mein letztes Album ist 4 Jahre her. Dann war die Pandemie. Mich hat es nie genommen. Yeah. Nie.
Yeah. Und ich bin wirklich manchmal in Sündenpfuhl reingegangen, in viele Leute reingegangen, mir hat es nie genommen. Und dann kommt das Album, irgendetwas ist immer raus. Yeah. Und er war aber dann wirklich irgendetwas gewesen, da. Und er hat es mitgenommen, die erste Show müssen absagen. Scheiße. Und das hat mich emotional so in ein tiefes Loch gerissen. Yeah. Weißt, ich habe plötzlich alles hinterfragt, oder? Und das ist mega schwierig. Ich habe jetzt weit über ein Jahr heavy an diesem Album geschrieben und gearbeitet. Wir haben mit dem Adi Stern zusammen wirklich in den letzten Monaten viele Songs noch probiert, wirklich auf Positivity umzubauen, mhm. weil es mir einfach wichtig war, dass nach dieser Zeit und mein neues Ich, Ritchie 2.0 oder 5.0, das ist jetzt das fünfte Ritchie-Album, dass das durchwegs einfach positiv ist. Yeah. Und dann stehst du am Punkt, wo du findest, ja, aber es bringt doch alles nichts. ich hatte keine Energie mehr gehabt. Das hat mir so alle Energie weggesogen. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich wirklich an allem zweifelt. Weißt du, ich habe wirklich so gemerkt, ich bin daheim, ich habe noch ein Häuschen kaufen und habe mich gefreut, wenn das Album draus ist und ich am Spielen bin, kann ich das Haus umbauen. Mhm. Oder Schreiner gelernt, das ist mein Ding. So. Konzert spielen und dazu mein Häuschen umbauen. Yeah. Sogar das hat mich angeschissen. Ich hatte nichts mehr Freude gehabt. Ich habe wirklich so gefunden, hey, nein, wo geht das her mit mir? Und wirklich Kollegen, die Burnouts hatten, sind gekommen und gesagt, du, das wirkt für mich ganz fest nach einem Burnout. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, was Energie per se und aber auch vor allem gute Energie, wenn die einem fehlt, was das mit einem macht. Mhm. Oder? Also es ist schon noch krass. Da brauchst du nur ein bisschen Scheiße und das ganze Wasser ist vergiftet im Glas. Oder? Yeah. Und das finde ich schon noch krass. Und jetzt habe ich mich wirklich in den letzten 3 Wochen mega auf mich konzentriert. Also klar, ich habe die Konzerte gespielt und ich habe sehr tolle News gehabt. Das hat mir sicher auch geholfen, mich wieder fröhlicher zu fühlen. Mhm. Aber vor allem einfach auf mich viel Zeit genommen und mal schnell ein bisschen reflektiert. Was ist mir wichtig im Leben, was nicht? Und was ist so für mich so ein bisschen der nächste Plan? Und habe jetzt einfach wirklich müssen sagen, ja, einfach einen Schritt zurückstehen und mal ein bisschen schauen, was habe ich, was bin ich, ist das, wo ich das Gefühl habe, möchte ich sein? Mhm. Und wenn du dort überall kannst ja sagen, dann ist, glaube ich, nicht der Moment, für sich schlecht zu fühlen. Und das ist bei mir jetzt wirklich, das ist wirklich genau der Punkt jetzt, yeah. wo ich wirklich einfach sagen muss, es gibt keinen Grund, außer wenn du den Fokus ein bisschen aufziehst und in die Zukunft schaust, aber die Zukunft ist für alle gleich. Also, jo, das ist, der Fall, wenn du dich wegen dem lässt, abziehen, dass du jetzt im Jetzt nicht mehr glücklich bist, dann wird es halt wirklich mega schwierig und düster. Also das ist nicht mein Ding. Ich finde halt der, es ist wichtig, dass man sieht, was kommt oder in welche Richtung dass das geht und dass man für sich entscheidet, will ich das nicht. Und wenn man das nicht will, dann tut man in seinem Leben die Sachen ändern, die man in dieser Zukunft anders will haben. Man trinkt Wasser nicht mehr aus PET-Flaschen, sondern wieder aus Glasflaschen. Man tut statt ein SUV halt wieder vielleicht ein kleineres Auto zu suchen. Mhm. Man probiert das Licht wieder zu löschen, auch wenn nicht Stromknappheit ist. Also Sachen, Kleinigkeiten. Und wenn das dann für dich, das ist einfach, ich finde einfach, das hilft extrem, für sich gut zu fühlen. Yeah. Einfach die kleinen Sachen für sich regeln und sagen, okay, das will ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann geht es dir plötzlich auf einen Schlag wieder besser. Und das ist wirklich, also ich bin wirklich an einem Punkt gewesen, jetzt unter uns, lasst ihr sonst niemand zu. Ich bin wirklich an einem Punkt gewesen, wo ich echt dachte, so, shit, hey, wenn das noch Woche zu uns okay, muss ich echt zu einem Psychiater. Es macht mir Angst, dass ich so gerade überhaupt nicht das Gefühl habe, sei ich cool im Moment. Und dann habe ich einfach wirklich gemerkt, es ist einerseits wirklich daran gelegen, dass die Grippe mir dermassen die Energie weggenommen hat. Also es hat kaum mehr gelangt, für aufzustehen am Morgen. Und zweitens, einfach hat mich in dieser Phase gerade, wo ich so wenig Energie habe, hat plötzlich nur noch das zählt, was schlecht ist. Mhm. Und wenn du das dann ein bisschen in eine Relation stellst zu dem, was wir eigentlich hier in der Schweiz haben, alle zusammen, ist dann plötzlich gar nicht mehr so viel schlecht. Oder? Ja, und ich glaube, das ist etwas sehr Entscheidendes gewesen, zum Beispiel jetzt auch während Covid, dass viele Leute gemerkt haben, sie schaffen immer auf ein Ziel an. Sei es privat, sei es beruflich, im Umfeld und so weiter und so fort. Und Covid hat halt einfach die Pause gedrückt. In welchem Punkt, wo du immer gesehen bist, von deinem Leben, hat es schnell Pause gedrückt und du hast mir so umschauen und sagen, ist das Leben, das ich will? Weil eben, es kann sein, dass es einfach jetzt so ist, für immer. Und du gar nicht an dein Ziel kommst, sondern du bist jetzt in dem Stadium von deinem Leben. Und viele haben dort die Unzufriedenheit gemerkt.
Nämlich, ich bin ja nicht dort, sondern ich bin jetzt gerade hier. Und irgendwie geht es darum, dass man in dem Do eine Glücklichkeit findet, oder? Eben, irgendetwas ist immer. Yeah. Ich komme nochmal auf das. Yeah, also, ich wollte hier nicht Werbung machen für mein neues Album, das überall zu kaufen gibt. Und ich bin übrigens auf Tour. Meine Tourdaten findet ihr auf richie.ch. Nein, ich bin by the way nicht weg hier wegen dem, sondern es geht mir viel mehr darum, jetzt gerade in diesem Lied, habe ich genau das verarbeitet. Oder? Yeah. Dort passiert ja am Protagonist, in dem Fall jetzt mir, dauernd etwas. Mhm. Oder? Und man hat eigentlich im Leben, unsere Gesellschaft hat hier im Leben gar nicht Zeit, dass dauernd etwas passiert. Weil man will dorthin und möglichst straight. Ja, ja, ja. Dann passiert etwas, dann ist das mühsam. Das ist mühsam. Kinder sind mühsam. Gehen wir jetzt nicht auf die Nerven, will dorthin. Dann bist du dort. Wo jetzt? Ja. Yeah. Der ganze Weg hier ist das Leben. Oder? Und das ist das Ziel. Also, jetzt mal ganz ehrlich, um was geht es, wenn wir leben? Um das oder um das? Oder? Und ich finde, bei irgendetwas ist immer, geht es halt darum, hey, ich liege in die Kurve, also ich nehme das mit, yeah. nehme die Störfaktoren mit und das ist für mich etwas ganz Elementares. Ich finde die Covid-Diskussion eigentlich recht schwierig, aber genau das ist es doch. Wir haben während Covid müssen den Umweg gehen, alle zusammen. Und ich kenne nicht Mengen, die nicht mindestens etwas Positives für sich hat daraus genommen aus der Pandemie. Oder? Bei mir ist es einerseits, ich habe einen Sport gefunden für mich. Ich hatte nie Zeit für einen Sport. Yeah. Weißt, ich hatte nicht Zeit, wie macht man das? Oder ich habe jetzt Mountainbiken für mich entdeckt. Ich hatte schon gar nicht Zeit, mir zu überlegen, was muss ich für ein Bike haben? Yeah, wie funktioniert das? Und dann geschweige denn das zu üben und noch Schoner kaufen und dann noch auf Lenzer Heide mal gehen. Das hatte ich mal nicht Zeit gehabt. Darum, ich hatte nie Sport gehabt. Plötzlich habe ich Sport in meinem Leben. Aus dem ist ein Lied entstanden, das auf dem neuen Album ist. Ich habe zum Beispiel auch meine Familie neues ganz anders wahrgenommen und gemerkt, wie wichtig die Familie ist in meinem Leben. Weil in den Tagen, wo es dir schlecht geht, weisst du immer, wie gut und wichtig dass die Familie ist. Aber dann plötzlich habe ich gemerkt, wie schön dass es ist, doch auch an den schönen Tagen sich können auf die Familie zu konzentrieren. Und so weiter und so fort. Freundschaften, wo du hast gemerkt, sind gar keine Freundschaften. Und andere Bekanntschaften, wo du gemerkt hast, sind mir mega wichtig. Yeah. Also ich habe mega viele Sachen für mich daraus gezogen. Und da geht es mir jetzt nicht primär um Covid, da geht es mir viel mehr darum, um die Umwege, die jeden Tag auf einem einprasseln, wo man aber immer wegschiebt und keine Zeit hat dafür. Manchmal ist es eben wichtiger, statt das da zu erreichen, mal zu sagen, okay, ja, zwar heute Abend einen wichtigen Termin, aber ich lasse jetzt raus, weil das ist viel wichtiger für mich in meinem Leben. Oder? Und ich glaube, um das Gefühl, um das soll es viel mehr gehen wieder im Leben, dass man Zeit hat, sein Umfeld wahrzunehmen und die Leute zu beobachten. Und das ist etwas, was ich als Musiker ja immer mache, weil ich das ja in meinen Songs verarbeite, was um mich herum passiert. Ja, ich glaube auch, dass man wird halt trotzdem durch Instagram und durch die, ganz ehrlich, man ist ja mittlerweile selber gezwungen, kurze Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Ich merke mittlerweile auch, wie schnell ich eine Story weg. Früher habe ich sehr mal noch geschaut. Und jetzt, wenn er nicht irgendwie nach ein paar Sekunden etwas kommt, was ich finde, spannend, bin ich auch der, der es wegswippt. Und das ist schon krass. Weißt? Wir sind alle zusammen im Wandel. Und ich finde aber, gewisse Sachen muss man nicht unbedingt mitmachen. Ohne wollen veraltet zu wirken. Und früher war alles besser gewesen, ganz und gar nicht. Ich finde Spotify eine super geile Technologie. Ich finde nur, die Leute sollten einfach schnallen, dass wenn man nur noch Spotify hat, dass nebendran keine gute Musik mehr entstehen kann, weil keiner mehr Geld hat, für die zu produzieren. Also ja, es braucht Leute, die Musik kaufen. Man kann sie ja trotzdem konsumieren auf Spotify, aber man kann sie ja trotzdem noch kaufen auf iTunes zum Beispiel. Ja. Oder? Ja, und ich glaube, was du gerade vorher gesagt hast, wie du sagst, du machst das immer, du schaust immer und beobachtest immer, weil du Musik machst. Ich glaube, auch wenn man nicht beruflich etwas Kreatives macht, ist es wahnsinnig wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise sich kreativ entfaltet. Auch wenn man, keine Ahnung, einen Buchhalterjob hat oder was auch immer, oder? Etwas völlig Analytisches, dass man gleich irgendeine Kreativität rauslässt. Weil für mich ist es lebensverändernd gewesen, als ich eben angefangen habe, Comedy zu machen und in der Musik höre ich das Gleiche, weil es eine Art von Selbstreflexion braucht, weil es auch eine Art von Therapie ist, weil einfach eben, was auch immer dich gerade beschäftigt, probierst du irgendwie zu verarbeiten, oder? Und das bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Absolut. Und das eben so ein bisschen Pause machen und umschauen, das ist eben in der heutigen Zeit, weil alles so viel Informationen und irgendwie du musst, weiss doch nicht, wie viel mehr Entscheidungen treffen als früher.
was die Kopf einfach schon grundsätzlich einfach komplett ja, die Leute fickt, ja, oder? Die Leute ja mit, zum Teil haben die noch nicht mal angefangen zu arbeiten, schon das Burnout. Ja, und mir zum Beispiel hat damals, ein Kollege hat kürzlich mich gefragt, hat gesagt, ich habe gemerkt, irgendetwas hat sich bei dir irgendwann verändert und du bist so ein bisschen mehr eben zu dir gekommen, sozusagen. Und dann habe ich gesagt, angefangen hat das mit der Weltreise. Ich bin mit 27, bin ich 4 Monate weg und was dort eben wirklich geholfen hat, ist, einerseits habe ich mein Leben gesehen, aus der Distanz, mein Umfeld, eben, wo ich gemerkt habe, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Wer fehlt dir? Ja, was vermisse ich? So, genau, ja. Was vermisse ich, was vermisse ich weniger? Das ist ja eben, dass das Sachen, wo man das Gefühl hat, diese Game extrem wichtig, eben gar nicht so fehlen in so einem Moment. Genau, genau. Und das Krasseste ist aber wirklich gesehen, dass ich mehr gesehen habe aus der Distanz, dass ich gesehen habe, wie ich eben durch das Ganze navigiere und einfach gemerkt habe, ah, darum bist du unhappy, findest du dich selber scheiße, also jetzt übertrieben, ja, aber, genau. Aber es ist genau das, oder? Und dann kommst du zurück und sagst, okay, eben so kleine Sachen, hey, wie wäre es, wenn wir 5 Minuten früher auf den Zug gehen? Das ist einfach schon mal das ganze Stressfeeling, wo du dir wie bewusst aufsetzt, dass du einfach sagst, ja, es langt ja in 10 Minuten, weil ich gerade beim Bahnhof gewohnt habe, langt es, wenn ich 10 Minuten vorher rausgegangen. Jo, es langt schon, aber du rennst und manchmal verpasst du sogar den Zug und hast wegen dem noch zusätzlichen Stress. Weißt du, so Sachen? Ja, aber es ist doch genau das. Ja, und es ist wirklich mega schwierig in der heutigen Zeit, dann so einen Moment zu finden, wo man halt eben effektiv also Pause drücken oder einfach eben das kann beobachten. Aber weißt du, Social Media zwingt einem ja auch, dass man das nicht macht. Ja, ja. Und das war ja auch etwas gewesen während der Pandemie. Das ist ja plötzlich auch ein bisschen weniger wichtig geworden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, in deiner Branche, aber ich habe gemerkt, oder bei mir ist immer so, man sendet hier und ich spiele da und hier jetzt viele Leute und hier, oh, und machen wir meins. Yeah. Und du bist dann vielleicht der, der findet, boah, ich spiele im Moment nicht so Konzert und das stresst dich. Du musst dann, oh, ich muss jetzt wieder Songs schreiben, ich muss können gehen Konzert hören, die spielen alle, die alle. Auf das Mal war das nicht gewesen. Auf das Mal ist bei allen plötzlich so ein bisschen Insta eingeschlafen und es hat nicht mehr 100 Mal irgendwelche Lola-Wellen vor Tausenden von Leuten gegeben. Und hast einfach gemerkt, das nimmt mir mega den Druck raus. Yeah. Und ich habe gemerkt, wenn ich Social Media nicht konsumiere, ich meine, ich muss Social Media machen, ist ganz klar, es gehört zu meinem Job dazu. Das ist in meinem Stellenbeschrieb würde das relativ weit oben stehen, was zu meinem Job dazu gehört, Social Media. Aber dort steht nicht, ich muss es konsumieren, sondern ich muss nur senden dort. Yeah. Und ich habe jetzt für mich wirklich gemerkt, dass ich junkie-mässig Social Media konsumiert habe. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und jetzt habe ich mir bewusst vorgenommen, ich habe 2 Kinder, die sind noch klein, und ich habe manchmal wirklich, bin ich mit ihnen messen gewesen, am Papi-Tag, und er zu essen durch, und dann haben sie irgendwie, sie sind Zähne putzen, oder haben noch etwas gespielt, und ich hier schnell ein bisschen Feed durchgescrollt, und dann ein bisschen geschaut, dass das so ein bisschen läuft. Und unbewusst hat mich das schon wieder angefangen zu stressen. Yeah. Oder? Weil du hast schon wieder gesehen, oh fuck, der hat jetzt gerade einen Post abgesetzt, oh ja, shit, das hat die auch noch. Weißt du, und er fällt schon wieder an, dann kommt noch dazu, dass vielleicht die Tochter ist gekommen, Papa, machen wir noch ein Spiel? Ja, ich meine jetzt nicht ein Spiel, Mann. Weißt du? Jetzt habe ich meinen Kindern gesehen, gesagt, schaut, wenn ich mit euch unterwegs bin und ich schaue auf das Handy und ihr wollt aber etwas von mir, dann tut mir das sagen, Papa, tu das Handy weg. Und es ist noch krass, was das mit einem macht, wenn einem Kind wirklich so ganz brutal auf Sachen aufmerksam ist. Kinder machen das generell, oder? Yeah. Die haben dir ja immer ein bisschen den Spiegel vor, aber wenn du ihnen noch der Auftrag gibst, sagst, jedes Mal, wenn ich das Handy in den Fingern habe und du das siehst, sagst du mir es. Schon oft. Ja, erstens oft und zweitens fällt dir erst dann auf, wie oft dein Kind auffällt, dass du ins Handy schaust. Weißt du, das ist das Krasse. Und du fährst dich mega an verschämen. Du fährst dich mega an verschämen, dass du die Zeit nicht mit deinen Kindern nutzt, sondern für irgendwelche, sorry, Bullshit. Ja, yeah, ja. Yeah. Die dir nichts bringt, im Gegenteil, die dich sogar noch stresst. Ja. Yeah. Social Media ist ja so aufgebaut, dass es macht dir eigentlich nicht Freude, sondern es soll dich ja triggern. Und ein Trigger ist viel mehr in der negativen Emotion als in der Freude-Emotion. Klar, kannst du auch Katzenvideos schauen und herzige Igeli, die Rüebli essen. Yeah. Das ist das, aber da irgendwann hörst du auf mit dem. Hingegen dann noch, oh, noch Autounfall, nein, oh, Bungee-Jump, Jesus Gott, ja, yeah, nein. Und dann kommt wieder irgendetwas, wo der Algorithmus haargenau weiss, dort springt er drauf an, weil der spielt auch Gigs. Und weißt du, dann zeigt es dir noch ein bisschen so Zeug und das tut dich unterschwellig immer unter Druck setzen. Wenn du das Zeug nicht mehr konsumierst, es geht dir viel besser. Yeah. Wir sind viel mehr bei viel gut. Oder? Und ich will nicht irgendwie, ich merke das einfach, je länger, je mehr. Vielleicht ist es so das Alter, vielleicht ist es einfach auch irgendwie, aber das ist eine Entwicklung.
Entwicklung, die ich finde, es geht in eine falsche Richtung. Mhm. Und meine Kinder, die werden nicht verwöhnt. Aber wenn es darum geht, können wir ein Handy haben, Handy, reden wir darüber, wenn du alt genug bist. Mhm. Social Media, nein. Mhm. Ja, Peppe, sag ich, weißt du was, du kannst kommen, ich brauche einen neuen Schubball. Mhm. Ich will gerne ein Mountainbike. Ich will gerne in einen Handballclub. Kein Problem. Social Media wollen wir nicht. Yeah. Weißt du, das ist der Deal. Du bekommst alles, was irgendwie draussen, Freunde, Zeug machen, connecten, jederzeit. Social Media ist dafür tabu. Yeah. Und natürlich werden wir das nicht können durchziehen. Aber sorry, du kommst gar nicht zu Wort, gell? Wenn ich nein, mach nur! Was mich crazy dünkt, für mich das Schlusserlebnis war, ich war am Skifahren und dann fahre ich immer Grindelwald oben runter, mit dem Zug steige dort die Busse und fahre mit dem Bus auf Interlaken West. Ich wohne dort im Westen von Interlaken, beziehungsweise in Untersen. Dann ist vor mir ein Modi gehockt, ein Mädchen. Was war die? 13. Die hat dort Snapchat gemacht. In diesem Bus von Wilderswil, und da reden wir von einer Fahrt von 7-8 Minuten. Ich weiss nicht, wie manchmal die ein Foto gemacht, etwas hat geliked, dann wieder geswitcht, dann wieder hier, dann wieder zack. Hey, wirklich, ich bin aus diesem Bus ausgestiegen und ich wirklich gefunden, Jesus Gott. Weißt du, dann wieder geschaut, dann hat sie einen Bildschirm gehabt, wo sie genau, vielleicht alle, die jetzt da zuhören und mich hören, nur denken, leck der alte Sack her. Aber crazy, genau gesehen, wo ihre Kollegen hocken, yeah. Hat sie ihnen ansnappen können, dann irgendwie das Foto, dann ist keiner 3 Sekunden gegangen, ist heiss zurückgekommen, hey, wo bist du hier? Die hat, hey, so schnell kann ich meine Finger gar nicht bewegen, weil die hat geswiped und weiss nicht was. Crazy. Ich muss meine Kinder wirklich bewusst von dem fernhalten. Yeah. Das ist gefährlich, das kann doch nicht sein. Ja, das Krasse ist, dass es bei einem selber ja eben anfängt. Ja, ich bin auch so, gewiss. Und nie so schnell und auch nicht Snapchat, aber... Und weißt du, meine Freundin hat 2 Kinder und dort ist logischerweise Bildschirmzeit, ist ein klares Thema, oder? Und dann stellst du Regeln auf und so. Und dann irgendwann habe ich gefunden, aber vielleicht muss zum Beispiel auch ich, wenn die Kids rum sind, mein Handy auch weglegen. Also dort habe ich nicht gesagt, sagt mir, sondern einfach, mein Handy ist dann einfach nicht rum. Weil so kommen sie schon mal wenig auf die Idee und ich lebe auch. Du lebst es vor, oder? Ja, ich lebe etwas vor, oder? Und, genau. Und sie sehen dann auf einmal die Diskrepanz vor, ich darf maximal eine halbe Stunde am Tag und da ist sicher schon eine Stunde dran. Und ob jetzt dort schaffst oder irgendwie eben umscrollst oder was weiß ich, ist völlig egal. Bei uns vermischt das ja auch, genau. In unserem Job. Und dann merkst du, aber ich kann ja auch wirklich konzentriert, wenn sie dann schlafen, kann ich dann halt noch schnell die 3 Mails rauslassen, die ich rauslassen muss. Und einfach anders aufteilen. Oder? Genau. Aber es ist schon ein bisschen das. Also, der Grund, warum ich meinen Kindern gesagt habe, tut mir es sagen, ist natürlich auch eine Diskussion mit meinem Sohn, wo er gesagt hat, du kommst immer und sagst, ich darf das nicht. Yeah. Dann sage ich, ja, aber es ist halt ein Fakt. Man kann ja nicht einfach nichts sagen. Oder? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es auch Situationen gibt, wo sie etwas von mir wollen und sie mir das aber dann nicht dürfen sagen. Und darum habe ich ihnen dann gesagt, sag mir es. Sag mir einfach, Pepp, und nimm das Handy weg, ich will jetzt spielen oder ich will jetzt... Und das ist krass, also weißt du, das ist eine halbe Woche ist das gegangen und dann war es kein Thema mehr gewesen, weil es mir selber ist aufgefallen. Aber man ist sich das einfach nicht bewusst und das ist ja das, was es so gefährlich macht. Man ist sich nicht bewusst, wie viel Zeit man von seinem Leben in das investiert. Yeah. Und ich finde, wenn ich einen Post mache, ich habe ein Konzert gespielt und poste noch ein Video. Ich meine, das Video muss ich vorher noch schneiden. Mhm. Ich muss meistens Tonspur vom Pult runterlegen, weil auf der Kamera nur irgendwie ein Schlagzeug zu hören ist. Also das ist irgendwie schnell 2-3 Stunden Bütz für einen Post, oder, wo du dann 250 Likes bekommst. Und das Krasse ist einfach, meine Kinder wissen, das gehört zu meinem Job dazu. Und das ist gar kein Thema. Über das muss ich mit ihnen nicht diskutieren, das wissen sie auch. Aber eben, wenn der Post abgesetzt ist, dann noch weiter scrollen. Dann kommt der Feed. Und dann, ist denn das? Und dann fängt es an. Yeah. Um das geht es. Und wenn das nur jedes Mal irgendwie 10 Minuten sind, wenn ich irgendetwas
gearbeitet habe auf dem Handy, wenn ich manchmal schon schaue, Statistiken, okay, wenn schauen die Leute das Zeug an, was wird im Moment, was macht man im Moment, dass man Reichweite generiert oder das, oder muss ich mich quasi weiterbilden, also muss ich auf diesen sozialen Medien ein bisschen unterwegs sein, das ist ja gar keine Frage, aber wenn es dann darüber geht, dass mich einfach interessiert, was ist jetzt dem Bungee-Jumper passiert, oder oh, yeah, geil, der, wie der da surft, oder das ist noch herzige, die da tanzen, sind wir ehrlich, auch das, yeah, das sind einfach so Sachen, wo, wenn du das weglässt, hast du plötzlich eine Stunde, und sei es nur eine Stunde, mehr Zeit, an dem Tag. Und wenn du dann mit deinen Kindern Spiele machst, hast du einfach definitiv mehr vom Leben, als wenn du hast zugeschaut, wie Nägel sein Rüebli frisst. Definitiv. Oder dann gehst du im Zoo, oder besser gesagt, in die Natur raus und gehst einen Nägel suchen. Schaust du mir ein richtiges Rüebli. Ja, ja. Ja, ich habe zum Beispiel Bildschirmzeit habe ich eingestellt, bei mir. Also, okay. Weil, nein, aber es hat mir geholfen, weil eben zum Beispiel während der Pandemie bin ich ganz von Social Media gegangen, also erst der Lockdown, wirklich, und es ist mir großartig gegangen. Dann habe ich gemerkt, ich kann sehr viel outsourcen, wo wirklich einfach viele Teile nicht mehr ich muss auf dieser Plattform sein. Das heisst, ich entscheide Text und Bild und Zeugs und Sachen, das kann mir alles vorbereiten und effektiv diesen Prozess mache ich dann nicht mehr. Und gleich eben bist du dann mal selber unterwegs und denkst, ah, komm, schnell eine Story, wäre noch gut und so. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich die Bildschirmzeit einstelle, dann muss ich vielleicht einmal sagen, okay, nochmal 15 Minuten für effektiv das, was ich muss machen auf dieser Plattform. Aber es nimmt mich weg eben von dem passiven, ich scroll jetzt einfach noch Shit durch und so, yeah, oder? Vor allem zum Beispiel der TikTok-Algorithmus einfach insane ist, oder? Der versteht so fest, was du willst sehen, dass ich dann auf einmal eine Stunde lang schaue ich mir Chiropraktor zu. Chiropraktiker, ja, ja, so. So, ja. Und das nimmt dich voll rein. Ist das TikTok? Ja? Das ist TikTok, das ist pff. Und dort merke ich dann, ah, okay, wenn du... Viel zu wenig unterwegs bist. Wenn dir der Bildschirm auftaucht, blub, du hast deine Zeit erreicht, sage ich, ja, ich habe meine Zeit erreicht. Und was mir auch mega geholfen hat, ist einfach die erste Stunde vom Tag schaue ich nicht aufs Handy. Hey, das ist ein noch guter Tipp. Das ist im Fall, das ist wirklich lebensverändernd. Weil du, also ich bin eh nicht so ein Morgenmensch, ja. Das heisst, mein System braucht eine Zeit, bis ich hochgefahren bin. Und in dem Prozess vom Hochfahren, was auch immer für aussen, so Outside-Sachen zu mir kommen, das löst dann in mir ein Stressgefühl aus. Und zum Beispiel ist es auch eben private WhatsApp, was auch immer. Es gibt eben immer irgendetwas, ist immer, wenn ich es zu früh mache und zu früh darauf schaue und ich sehe, wie viele Nachrichten und irgendwie jemand sagt, stressig, hey, ja, wie sieht es aus, den und den, weißt du, etwas Tolles, irgendwie, wenn wir den und den golfen, bin ich noch nicht bereit dafür, jetzt meinen Kalender anzuschauen und den Prozess zu machen, aber ich habe es trotzdem schon im Hinterkopf. Ja. Und dann ist noch das und dann kommt dazu, was habe ich eigentlich machen heute Morgen und so weiter und so fort. Ja, und dann gehst du aus dem Haus und merkst, dass du das vergessen hast. Ja, genau. Ja, aber so ist es doch. Genau. Das ist ja genau das, was so. Und darum die erste Stunde nicht aufs Handy schauen. Super. Komm, das machen wir. Ja, also ich mache es. Ja, du machst es schon. Ich mache es und es hilft wahnsinnig. So. Ja. Schreibt jetzt jeden Morgen das SMS. und was ich jetzt auch mittlerweile gemacht habe, ist, das schaffe ich noch nicht immer, weil ich es manchmal oft vergesse, aber das Mail-Programm auf dem Laptop zuzumachen, wenn auch immer ich das letzte Mal den Laptop zuklappe. Weil sonst klappst du den Laptop auf, tust das Mail-Programm offen und es ploppen wieder 17 Mails rein. Weißt du? Ja, also was für mich lebensverändernd war, als ich alle Pushs abgestellt habe. Ja. Oh, ja. Mail. Kein Mail-Push mehr, nicht mehr. Nur noch WhatsApp so. Ja. SMS, WhatsApp. Ja. Das kommt noch rein als Push, weil ich finde, das kann unter Umständen pressieren. Mhm. Aber E-Mail, da schaue ich einfach dreimal am Tag schnell rein. Morgen genau. Einmal, Mittag einmal, Abend einmal. Ja, das mache ich auf dem Handy. Und wenn es mehr pressiert, wissen die Leute, was müssen wissen, dass sie genau. Per SMS oder genau. WhatsApp schnell eine Nachricht können machen können. Und dann bearbeite ich es sofort. Aber dort darf es nicht so wichtig sein, wo in einer Mail muss stehen. Weil das geht vergessen. Oder? Also ich mag genau wenn irgendwie meine Managerin das Show-Info durchgeht, wenn dass ich wo muss sein und dann hast du noch einen Medientermin, das muss nicht per WhatsApp kommen. Und dann muss ich irgendwie alle meine sag schnell
Jetzt kommt das Wort nicht in den Sinn. Aber all die Dinge, wo Messenger, yeah, alle Messenger durchgehen, mhm, irgendwo ist doch das gestanden. Der Messenger, yeah, yeah, steht im Mail. Ja. Yeah. Aber wenn es darum geht, hey, ich habe den Zug verpasst, dann muss ich doch das wissen. Mhm. Darum pusht das, das ist das Einzige, was noch reinpusht. Mhm. Und wenn du das bei einem Newsportal hast und dann bekommst du alle 10 Minuten wieder den neuesten CS-UBS-Push, wie das jetzt dort weitergeht, das stresst dich. Aber wenn du nicht einmal mit dieser Materie gross betraut bist, fällt einfach auf Stress, wenn du tun. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Aber das sag ich immer von News. News, eben so Push und so, habe ich vor Jahren habe ich das schon abgestellt. Also ich habe eigentlich auch keine Push. Ich habe sowieso, Social Media habe ich keine Push, Mail habe ich auch keine Push, sondern auch WhatsApp und SMS. Genau. Auf dem Geschäftshandy habe ich gar keinen WhatsApp-Account. Das ist einfach wirklich, es ist alles nur SMS. Ja. Oder Mail halt. Und News habe ich schon sehr früh gemerkt, eben für mich, es tut mir nicht gut. Der Bill Burr hat mal gesagt, da sind ganz viele scheisse Informationen für dich, wo du nichts daran kannst ändern. Ja, genau. So, aber du kriegst sie die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Und die wirklich wichtigen Sachen kriegst du trotzdem mit. Also weißt du, auch wenn es jetzt nicht pusht. Oder? Ja, CSUBS habe ich auch mitgekriegt. Ja. Ohne dass push. Ich aktiv... Ja, News haben wir konsumieren, oder? Ja, und genau. Ich habe gemerkt, wie es zum Beispiel meiner psychischen Gesundheit auch nicht so gut hat. Ich habe Zeit lang bei SRF3 die Wochenrundshow moderiert. Ja, genau. Und es ist ein interaktives News-Quiz. Und dann habe ich eigentlich jede zweite Woche habe ich jetzt moderiert. Und somit habe ich jede zweite Woche, habe ich irgendwie so Anfang der Woche, habe ich so bezahlt von News zusammensammeln, weißt du, so zum Überlegen, was kann ich ins Spiel tun, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und ich habe gemerkt, Ich bin schon ein bisschen gestresst, wenn ich weiss, wie das Wetter in einer Woche ist. Ja, weil dann vorher schon irgendwie überlegen, oh shit, was in einer Woche, wo bin ich denn, wenn muss ich was packen? Und okay, manchmal fällt mir die richtige Jacke, weil ich gerade in Zürich bin. Danke, es tut so gut. Ich habe eine Frau, die jeden Tag auf die hure Wetter-App schaut. Hey, wir gehen spazieren, ich schaue zum Fenster, es hat keine Wolken am Himmel und sie so, aber es kommt Regen. Und ich so, nein. Doch, in einer halben Stunde kommt es regnen. Yeah. So. Du, dann hocke ich in den Bus. Also, weißt du, yeah, jetzt ist doch einfach schön, oder? Und ich finde das schon cool, wenn man mit Ferien geht, man mal schnell ein bisschen schaut, ja, okay, müssen wir noch Jacken mitnehmen. Ja, ist so Tendenz für schön zu bleiben oder ist Tendenz für Regen? Aber ich wollte wissen, was ist morgen für Wetter? Aber dann, wenn du packst und nicht irgendwie zwei Wochen vorher. Wenn du buchst, yeah, mal schau es halb Jahr vorher so, ja, aber sie haben Wüste gemeldet. Und wir gehen nicht dort. Wobei, das hat mich einmal gerettet vor einer Reise, wo ich gemerkt habe, was war es, New York, habe ich gedacht, wow, geil, irgendwie tolles Hotel, 50% und so. Hm. Und dann habe ich einfach mal so gegoogelt, wie ist das Wetter so grundsätzlich im März in New York? Genau. Und dann steht überall Blizzard Season, weißt du, wo einfach nochmal der riesen Schneesturm kommt und so. Und dann hast du gewusst, auch drum. Drum ist 50% und drum gehe ich jetzt nicht. Ja, genau. Aber wahrscheinlich, wenn du erst gegangen hast, schön schlecht. Wahrscheinlich. Man weiß es nie so genau. Aber es ist genau das. Früher hat der Dubaner gestreikt oder so. Irgendetwas wäre eh gewesen. Irgendetwas ist immer. Aber es ist wirklich, eine Stunde handyfrei am Morgen bringt schon wahnsinnig viel. Ja. Und eben, wenn man sich probiert, Pause zu machen, ich meine, du bist auch selbstständig. Das, ja, ist, das ist eh so eine Fluch und Sagen. Du kannst eigentlich immer arbeiten. Also es gibt keine Situation, wo du nicht etwas zu tun hast. Ja. Und dort sich dann halt auch wirklich zu zwingen und sagen, eben, zum Beispiel mit den Kids, ich verbringe jetzt wirklich Zeit mit euch und dann ist das alles andere nicht wichtig. Ja, oder? Vor allem, aber weißt, was einfach vor allem die Quintessenz ist aus so einem Tag, ist, du fühlst dich besser. Ja. Yeah. Es geht dir besser. Mhm. Das ist das Krasse. Yeah. Es ist ja dann auch nicht so, dass dann auch, weißt, die wichtigen Sachen machen, da kommt jetzt keiner drum um. Mhm. Aber das Problem ist, in der heutigen Zeit wird ja alles aufgebaut. Also alles Unwichtige bekommt eine mega Wichtigkeit. Und gerade in meiner Branche, wo dann plötzlich, ja, machst dich schlau darüber, wie, mhm, was ist wichtig jetzt, auf was muss ich achten, dann heisst es, ja, jetzt hast du TikTok. Mhm. Und ich so, nein. So, ja, Musiker ohne TikTok, das ist wie mit Flipflops wandern. Und ich so, okay. Und dann bekommt das so eine Wichtigkeit plötzlich in deinem Leben. Ja, TikTok, das, jetzt muss ich TikTok machen. Sonst kann ich jetzt, funktioniert mein Business nicht. Mhm. Oder? Und klar, ich tue mich drum, aber wenn
das so eine Wichtigkeit überkommt. Du bist nur noch am TikTok gemacht. Mhm. Und ich meine, das ist ja das, was wir alle, wo wir sagen, ja, die Influencer führt's, oder? Die machen ja nichts recht. Hey, das ist ein heavy Job. Ja. Yeah. Das ist ein heavy Job. Ich will den nicht. Also ganz ehrlich, die da wirklich so richtig dick drin sind, in diesem Influencer, die sind nonstop dran. Yeah. Also die haben kein Privatleben mehr. Privatleben wird geteilt. Mhm. Oder? Die gehen in die Ferien in ein Hotel, wird geteilt. Gut, vielleicht müssen sie dafür nicht zahlen, aber es ist hure anstrengend. Ich will das nicht. Und ich merke einfach, wenn ich dann für mich entscheide, okay, ein guter Song, eine geile Tour, cooles Merch, Das sind meine wichtigsten Grundpfeiler. Yeah. Und dann mache ich Social Media, aber dann konzentriere ich mich auf das. Und das mache ich nicht. Mhm. Es geht mir viel besser. Ja, ein Kollege von mir hat mir das mal erklärt. Viel so Psychologie. Also hat mal Psychologie studiert und viele Bücher gelesen und was weiß ich. Und der Mensch macht grundsätzlich einen riesen Fehler in eben der Gewichtung von Sachen. Es gibt Sachen, die sind dringend und wichtig. Es gibt Sachen, die sind dringend und unwichtig. Und es gibt Sachen, die sind nicht dringend, aber wichtig. Und es gibt Sachen, die sind nicht dringend und nicht wichtig. So, und das Letzte ist eh kein Thema. Aber viele tun dann Sachen, die dringend sind, aber unwichtig, priorisieren zu den Sachen, die nicht dringend sind, aber wichtig. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und das habe ich bei mir selber auch merken. Dass eben gerade so Zeugs, eben darum habe ich am Tag die erste Stunde das Handy nicht oder so. Weil ich dann für mich kann assessen, meistens habe ich oben vor, meine To-Do-Liste gemacht und so. Was ist vielleicht nicht so dringend, aber es ist mega wichtig. Und das bleibt sonst immer auf der Strecke. Steuererklärung ausfüllen, weil, zum Beispiel. Oder? Ja. Aber das ist doch genau so ein Paradebeispiel. Ja, ja. Das ist eigentlich wurde wichtig, dass man das macht und das nimmt einem auch hohen Druck. Weil an dem Tag, wo du abgibst, geht es ja meistens auch viel besser, als wenn du es mal vom Tisch hast. Mir ist nicht so gut gegangen. Weil, du hast gesehen, was musst du zahlen. Genau, mein Buchhalter hat mir dann die Listen ausgedruckt und gesagt, das ist dann wieder der Content, den du nicht brauchst. Du musst einfach nicht reinschauen. Du musst einfach warten, bis ein Brief kommt und dann hast du... Ja, ist noch schlimmer. Aber es ist doch eigentlich so, Scheisstag. Kannst du entweder den ganzen Tag haben oder nur dann, wenn es wirklich ist. Yeah. Also wenn du weißt, am Abend, oder nein, du weißt, ich muss Ende Woche zum Zahnarzt. Mm-hmm. Dann kannst du die ganze Woche schießt dich dann so, ach nein, fuck, yeah, 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 yeah. Zum Zahnarzt. Dann ist es fast lieber, am Freitag machst du, boom, du musst heute zum Zahnarzt. Dann denke ich einfach am Freitag, ja scheiße, musst du heute zum Zahnarzt. Aber das Scheiße wird nicht grösser. Und umgekehrt aber kürzer. Auch. Ich habe gemerkt, ich bin nicht ein Mensch mit Vorfreude. Sehr, sehr selten habe ich wirklich Vorfreude, aber ich habe mega Freude, wenn es denn ist. Ja. Und ich habe gemerkt, dass es auch dort in dem Punkt mir besser geht, wenn es so ist. Also du bist gerne überrascht, zum Beispiel? Ja, überrascht ist übertrieben, aber nehmen wir mal jetzt Ferien. Oder wir haben jetzt zum Beispiel in Basel haben wir Fasnacht gehabt. Ja. Oder eben einen tollen Auftritt oder wie auch immer. Ich beschäftige mich lieber in dem Moment dann damit, als dass, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche Ferien buche, dass ich irgendwie einen Monat vorher nur eben auf die Ferien mich ansehe. Weil Vorfreude eben dort dann auch wieder so ein bisschen das Aktuelle ausblenden. Dass du so findest, ich freue mich mega, wenn das denn ist, oder? Und ja, wobei ich das noch gerne habe. Ich habe noch gerne, wenn mich Leute zum Essen einladen und sie sagen, es gibt ein Fondue Chinoise. Und dann freue ich mich schon 3 Monate vorher. Okay. Essen? Fondue Chinoise dort. Essen ist die grosse Auswahl. Dann kommst du dann am Abend und es gibt Fondue Chinoise und ich denke so, fuck, ich hätte das Sandwich nicht sollen. So fuck, ja. Nur dem her. Essen ist ganz mit dir. Genau, Essen ist eine grosse Ausnahme. Ja, okay, das stimmt. Essen ist eine grosse Ausnahme. Aber das, was du gesagt hast, finde ich eigentlich noch, das find ich noch einen wichtigen Punkt. Gerade als Musiker frage ich mich die Leute viel so, ja, hast du Plan B? Mhm. Ja, was machst du mal in 10 Jahren, mhm, wenn das so weitergeht? Oder? Wenn ich mich heute damit beschäftige, wenn jetzt das Business sich echt nicht verändern, du gehst immer wie mehr in die Richtung, dann wird Richie in 10 Jahren seine Familie nicht mehr ernähren können. Mhm. Das ist ein Fakt. Aber ganz ehrlich, ist es okay, wenn ich mich dann mit dem beschäftige, wenn ich merke, es geht jetzt nicht mehr, ja, als jetzt zu vergessen, was ich für einen tollen Job habe und wie geil dass es ist, Musiker zu sein. Absolut. Und wie schön dass es ist, die Freiheit zu haben, am Morgen ins Büro zu hocken und einen geilen Song zu schreiben. Und ich habe halt einfach immer noch die Vision, und das ist vielleicht ein bisschen wie mit der Wetter-App. Mir scheisst das an, wenn ich weiss, am Samstag, wenn ich frei habe, schiffen. Mhm.
Das erfahre ich dann gerne am Samstagmorgen. Mhm. Das weiss ich nicht gerne schon am Montag. Yeah. Oder? Zumal das sich ja ändern kann. Und das ist genau der Grund, warum ich kennen bin, der eine Wetter-App installiert hat auf seinem Handy. Mhm. Ich kann nicht am Montag schauen, ob es am Samstag schifft. Yeah. Ich schaue am Samstag am Himmel, dann weiss ich es dann. Und so mache ich das auch ein bisschen mit meinem Leben. Also ich schaue nicht, kann ich 10 Jahre die Familie noch ernähren, von dem Musik machen, sondern geht's jetzt? Genau. Ja. Geht's nächstes Jahr auch noch? Ja, okay. Mhm. Vielleicht ein bisschen, weißt du, gerade nur vorhanden ins Maul lebe ich auch nicht. Also ich stosse immer so ein Jahr vor mir her. Das ist eigentlich, das mache ich seit 22 Jahren. Yeah. Ich habe immer genug auf der Seite, dass ich ein Jahr könnte sein, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass es nicht funktioniert. Sprich, wo die Pandemie ist gekommen, ist der Richard jetzt nicht gerade in ein Loch gefallen, weil er einfach gewusst hat, okay, das kann jetzt ein Jahr dauern, wird es ja eh nicht. Oder? Kann ein Jahr dauern und mir geht es immer noch gut dabei. Darum bin ich dort nicht gerade in Panik verfallen. Yeah. Und das ist etwas, das hilft. Also so ein bisschen Plan B, aber mein Plan B ist ein Jahr. Oder sprich, wenn ich auf die Wetter-App schaue, schaue ich vielleicht, ist morgen schön. Aber sicher nicht am Samstag. Und das hilft einem auch im Leben. Eben, das ist wie genau das, was du gesagt hast. Also yeah. Du musst dich mit der Situation befassen, mit dem Problem dann befassen, wenn du es hast. Und nicht dir ausmalen, was könnte ich für ein Problem haben und was könnten wir denn machen, wenn wir das Problem haben. Und da geht so viel rechnerische Leistung in das rein, für das das jetzt gar nicht mehr, du hast gar nicht genug Zeit für das jetzt. Oder? Und darum eben, einfach sich mit dem beschäftigen, was im Moment wichtig ist, wenn Kids vor einem sind und sie sind in der Schule noch und sie haben noch Freude, wenn der Peppel mit einem Spiel spielt. Yeah. Warum denn er sagen, ey, wir können am Wochenende? Nein, wir machen es jetzt. Oder? Und das ist eben das, was ich auch bei irgendetwas ist immer. Wir liegen in Kurven, wir nehmen die Momente mit und erst näher konzentrieren wir uns wieder, dass es gerade ausgeht. Das ist das, was ich durch die Comedy fürs Leben gelernt habe, ist, dass es besteht alles immer aus Improvisation. Es ist gut, wenn man vorbereitet ist, wenn man etwas hat, genau. Aber du musst immer improvisieren. Also kein Lebensplan ist jemals so aufgegangen, wie man sich irgendwie mal ausgemalt hat. Und ich bin überzeugt, die Leute lachen am meisten, wenn sie in die Hose geht. Wenn etwas in die Hose geht. Oder? Ja, logisch. Logisch. Wenn es nur in die Hose geht, ist auch nicht gut. Dann ist nicht aber gut. Wenn mal etwas in die Hose geht. Ja. Aber eben, dann muss man auf dem improvisieren. Ja. Oder? Wenn man das dann einfach so gehen lässt, dann lachen sie nicht. Dann wird es schwieriger. Aber es, oder es nur ist, noch einmal und dann geht es. Aber es ist, beim Auftritt ist es Improvisation, aber es ist auch der Umstand entsprechend ist immer Improvisation. Oder? Weil irgendwie, das weißt du auch, irgendwann mal funktioniert technisch etwas nicht und du weißt schon im Vorfeld, also improvisierst du dann schon. Dann sagst du, okay, heute ist ein spezieller Gig, weil irgendwie, keine Ahnung, das In-Ear ist kaputt, dann müssen wir halt irgendwie die Monitore jetzt anpfeichen und was auch immer. Oder? Es gibt immer Improvisation und im Leben ist es genau das Gleiche. Das heisst, wenn du jetzt dir schon 2 Wochen vorher ausmalst, dann und dann machen wir das und das so und so und es schifft dann kannst du es nicht machen. Also machst du lieber einen Tag vorher die Entscheidung, okay, morgen ist schön Wetter, dann können wir das machen. Ja, genau. Oder morgen schifft es, dann können wir das machen. Ja, dann hast du immer genug Zeit, das Zelt zu organisieren. Und das Gleiche ist eben mit der Planung, wo ich so denke, einerseits Problem, wenn ich ein Problem habe, denke ich, okay, wie lang wird das mein Problem sein? Wahrscheinlich nicht mehr als einen Monat. Dann stresst es mich schon nicht mehr so. Wenn ich merke, okay, das könnte ein Problem sein, wo vielleicht ein Jahr ist, ja, dann kann ich mir mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Ja, genau. Und das eben sich komplett kaputt planen, das löst dann eben auch dazu, dass man katastrophisiert, oder? Wie du sagst, dass dann, wenn die Leute fragen, was machst du in 10 Jahren, du könntest völlig den Strudel da abgehen, so, ja. Fuck, was mache ich in 10 Jahren und solche Sachen. Und ich habe dann immer das Motto, lösch nie ein Feuer, bevor es brennt. Ja. So, weil sonst bist du nur mit dem beschäftigt. Ja, vor allem eben, weißt du, ja, es sind doch einfach auch Fragen, die du nicht kannst. Es ist so abhängig von Film. Oder? Jetzt vorhin gerade bin ich bei meiner Plattenfirma gsi und dann haben wir das als Thema gehabt. Und dort ist es darum gegangen, Plüsch. Wie wir dann sind bekannt wurden. Ich meine, wir waren 5 Berner Oberländer Gielen. Von Tut und Blasen, keine Ahnung. Oder? Was Musikbusiness angeht. Und dann kommt der Zürcher A&R-Frau. Eine A&R-in. Was ist A&R? Also das ist quasi die bei der Plattenfirma signed, schaut, okay. Wäre das jemand Acquisition. Für uns? Die würde noch in die Nische passen, das könnte man mit denen zusammenbringen und das wird gross. Acquisition und
Hey, bin ich so mit Englisch bei der A&R halt. Ich bin übrigens auch der Andreas Richard, bin auch ein bisschen der A&R. Hey, anyway, und dann, wie viele kleine Sachen und Zufälle es hat gebraucht. Also, ein Beispiel, uns hat dann niemand wollen buchen. Mhm. Weil wir, also, weißt, wir haben keinen Booker gefunden, keinen Manager gefunden, der hat gesagt, plus die 5 Gil aus Interlaken, die Mundart machen, die machen wir jetzt gross. Artists and Repertoire, okay. Heisst es. Ah, voilà. Die machen wir jetzt gross. Wir sind zu wirklich namhaften Booker und Ding, Agents gegangen und die haben gesagt, das wird nichts. Mhm. Band, die so heisst, das wird nichts. Mhm. Die haben sich alle zusammen später in die Faust gebissen. Und wir haben aber dann einen gehabt, der uns an jedem Dorffest, überall, wo irgendein Schiedsstock ist gestanden, überall haben wir gespielt. Yeah. Wir sind einfach unbekannte Bands, wir haben überall gespielt und wir haben halt gut gespielt und wir haben gute Songs gehabt und darum hat das dann funktioniert. Aber ohne all die kleinen Bausteine, die wären es einfach nie gegangen. Mhm. Es hat alles gebraucht. Es hat auch gebraucht, dass wir vorher 5 Jahre lang eine Coverband waren und uns den Arsch haben abgespielt. Dass wir eben ready waren an dem Zeitpunkt, wo es dann losgegangen ist. Es hat all die kleinen Bausteine gebraucht, darum sind wir so gross geworden. Und das Krasse ist jetzt einfach, dass etwas voll in die Hose geht, braucht es aber auch so viele kleine Sachen, die dagegen arbeiten, dass es wirklich komplett in die Hose geht. Und dass das passiert, ist einfach unrealistisch. Wenn du im Hier und Jetzt lebst und halt eben vielleicht, wenn so eine Negativ-Baustein kommt, halt dann dich auf den konzentrierst und sagst, hey, ja, nee, gut, aber dann machen wir das halt nicht, dann machen wir halt da. Und auch umschiffst du, machst du eben einen Umweg, legst die Kurve, umschiffst du und dann kannst du den wie ausblauen. Und dann passiert das eben gar nicht, aber nur darauf konzentrierst. Hey, nein, das wird nie funktionieren. Dann fährst du voll in diese Scheiße rein. Yeah. Das ist einfach so, oder? Es gibt so einen schönen Spruch von Will Smith. Ist zwar vielleicht jetzt nicht ganz das optimale Beispiel, aber für mich ist er immer noch Held. Nur weil er einen den Ring getroffen, einen schwachen Moment hatte. So what? Also ich habe ihm vergeben an dieser Stelle. Anyway, Will Smith hat ein Buch geschrieben und dort war drin, sein Vater hat ihm und seinem Bruder einen Auftrag gegeben. Sie mussten ein riesen Loch ihre Wand flicken mit Ziegelsteinen. Mhm. Und dann sie dort müssen dort mauern. Und jedes Mal, wenn er dort mauern hat er nur das riesige Loch vor sich gesehen. Und immer am Abend, wenn sie heim sind, haben sie gesagt, jetzt haben wir ja nur ein Fängsesreihen gemauert. Mhm. Oder? Und die Konzentration war immer nur auf diesem Loch gewesen. Und dann irgendwann ist der Vater gekommen und hat gesagt, Jungs, was ist los? Ja, das ist so. Er hat gesagt, hey, konzentriert euch auf jeden Stein. Dort jeden Stein perfekt mauern. Und freut euch an dem. Yeah. Geht am Abend, schaut ihr das an und denkt, hey, das habe ich so schön gemacht. Das sieht so super aus. Mhm. Und am nächsten Morgen, wenn du kommst und das anschaust, hast du richtig Bock, so weiter zu mauern. Und dann machst du das und irgendwann ist das Loch gestopft. Mhm. Wenn du dich aber nur auf das Loch konzentrierst, dann wirst du nie glücklich sein bei dem machen. Wenn du dich aber auf das Schöne konzentrierst, wird es super toll sein. Es ist doch eigentlich immer genau das Gleiche im Leben. Oder du musst dich auf das konzentrieren, was du machst und dich ab dem freuen und nicht das grosse Ganze immer betrachten und denken, ja, das werde ich nie schaffen, der Berg werde ich nie erklimmen. Ich meine, wenn man mir vor 22 Jahren hat gesagt hat, dass ich so eine Karriere herlege, was es braucht, dass ich da raufkomme, dann wäre gar nicht los. Aber wir haben einfach gemacht, wir haben gefreut, plötzlich haben wir singen im Radio gehört, ist das im Radio gelaufen, haha, verdammt geil. Oder? Und das eine hat das andere gegeben und irgendwann bist du einfach auf der Spitze. Top of the Pops, nach 8 Jahren hast du 3-mal am Gurten gespielt, Headliner und so weiter. Das nimmt dir dann niemand mehr, aber wenn du das willst erreichen und krampfhafter, dann wirst du es nie schaffen. Yeah. Oder? Und darum ist es wichtig, viel mehr eben sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Hey, wir reden, glaube ich, seit 3 Stunden, oder? Seit 1:13 jetzt. Ja, aber es sind ja auch wirklich die ich sage jetzt mal, die globalen Themen, wo ein bisschen den Podcast umfassen und ich finde das auch immer extrem inspirierend und auch motivierend, über so Zeugs zu reden. Weil eben, es gibt einerseits das Gefühl von Gemeinsamkeit, wo man oft wie auslässt, weil eben oft, gerade mit Social Media und all dem Zeugs, zeigt man immer nur so ein Prozent von dem Rest, wo man ausblendet. Ja, genau. Und es ist
finde ich auch, bei uns zum Beispiel jetzt, sehe ich sehr viele Gemeinsamkeiten in diesem Bereich. Du kannst es natürlich noch ein bisschen schöner formulieren, mit in die Kurve liegen, aber mein letztes Programm ist genau um das gegangen. Es hat Standauf geheißen, du hast mal einen Song gemacht, wo Standauf heisst. Ja, jein. Ja, mit anderen. Genau. Aber grundsätzlich ist dort meine Message gesehen, effektiv das Aufstehen zu zelebrieren, weil du immer auf die Fresse gehst und mir ist ein bisschen zu plump gesehen, einfach zu sagen, ja, wenn man umgeht, steht man auf. Sondern eben, wenn man in dem Prozess ist, vom Aufzustehen, dass man das auch zelebriert. Dass man irgendwie das nimmt als, okay, ich bin jetzt der Typ, der das Hindernis vor sich hat und ich bin jetzt der, der das irgendwie kann mit Freude angehen, oder? Irgendwie das Hindernis zu überwinden. Und wenn man sich in dem Prozess eben schon dort auf das konzentriert, dann geht es viel besser. Ja. Dann geht es viel besser, weil eben statt, dass du dich auf das Hindernis konzentrierst du dich mehr darum, eben wieder Schritt für Schritt über das Hindernis gehst. So. Und das Gleiche, und das finde ich eine sehr schöne Analogie, ist eben effektiv in die Kurve zu liegen. Nämlich, ja. Es geht nicht geradeaus, es geht immer wieder mal links, rechts und eben nicht genau der Weg, den du geplant hast. Aber dann dort sagen... Jetzt mal ehrlich, wenn du in den Europa-Park gehst, yeah. Willst du auf eine Achterbahn, die geradeaus fährt, oder willst du auf eine Achterbahn, die ein Salto macht? Ja. Ist doch eigentlich klar. Ja. Du willst auf die Achterbahn, die ein Salto macht. Und wenn das Leben nur geradeaus geht, ist es einfach stinklangweilig. Du kommst mit 80, 90, hockst dort auf deinem Sterbebett und denkst, hey, ja, ist so schnell gegangen. Mhm. Und wenn du aber die Umwege mitnimmst, wenn du mal gehst reisen, wenn du mal ein bisschen mit Leuten redest, wo du sonst nicht würdest reden, wenn du vielleicht mal durch die Scheisse wartest, dann erlebst du etwas im Leben. Und dann hockst du mit 90 auf dem Ruhebett, du hast vielleicht ein bisschen mehr Patina im Gesicht, noch eine Narbe, zwei am Scheichen, aber du hast etwas erlebt. Und ich finde, genau um das soll es eben gehen. Und im Moment rasen wir durch unser Leben durch und das Einzige, was wir mitbekommen, sind Feeds von anderen, die die Welt bereisen. Mhm. Und ich finde, das ist eben genau... Ja, das ist mega schade. Und das gilt es zu ändern bei diesen Leuten. Und ich bin dort ganz fest dran für mich. Also ich bin ganz klar schon am Schauen, dass ich die wichtigen Themen nicht verpasse, dass ich gewisse Technologien nicht mehr wieder verändern kann, das ist mir auch klar. Mhm. Aber ich habe Platz 1 gemacht für das meist verkaufte Album. Weil weißt, auf einem Dorfplatz stehen, das T-Shirt abziehen und Musik verschenken. Mhm. Und nebendran hockt einer, der seine Musik verkauft. 44 ist, aber eine gute Stimme hat. Sie hat vielleicht nicht so gute Stimme. Am Schluss ist Swiss Music Award. Und der Award für die Best Album National geht an der am meisten weg hat. Egal wie. Weißt du? Und wenn du dich von dem lässt abziehen, ist das falsch. Du musst einfach ganz klar die Tatsache da schauen, wie es heute läuft. Oder? Es geht heute nicht mehr nur um die Musik. Es geht heute auch darum, wie du die Musik verkaufst. Es geht vor allem eigentlich fast mehr darum, wie du die Musik vermarktest, als was du genau für Musik machst. Und für mich ist immer noch wichtig, ich singe so im einen Lied. Das eine Lied heisst Milli Vanilli. Ich weiß nicht, ob allen noch klar ist, was Milli Vanilli ist, aber Milli Vanilli waren zwei Typen gewesen, mit Rastalocken, haben gut ausgesehen, haben super können tanzen, haben aber nur mittelmässig gut können singen. Und dann hat Frank Farian hat einfach eine Band genommen, die gut können singen und hat die zwei vorhergestellt und gesagt, das sind die. Mhm. Und dann ist in den 1990 ist das als Skandal rausgekommen, die zwei singen gar nicht echt. Mhm. Oder? Die tun nur der gleichen. Das stimmt ja alles gar nicht, ist alles nur fake. Oder? Milli Vanilli. Ja, das hat dann ganz viel geändert. Einer von denen hat sich dann Depressionen bekommen, hat sich das Leben genommen. Wirklich ganz schlimm. Yeah. Gibt der Doku oder ein Biopic dieses Jahr über die. Und ich habe einen Song geschrieben, der heisst Milli Vanilli. Und da geht es eigentlich genau um das, dass 1990 noch ein Skandal und heute ist es normal. Mhm. Faken. Das ist den Leuten gleich. Das ist doch denen gleich. Ob jetzt die Band, die im Trio auf der Bühne steht und es ist kein Pianist auf der Bühne, aber es spielt ein Piano und ein Streicher und noch 20 Backings. Mhm. Das ist den Leuten egal. Ja, ja. Weil so wird halt heute Musik gemacht. Und ich habe so mal, bei mir ist auch Kompi mitgelaufen die letzten 7 Jahre. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden auf dieser Tour, weil das eben für mich genau zu dieser Reinigung dazugehört. Man steht zu fünft auf der Bühne und man hört 5 Leute. So. Aber ich finde halt eben, das ist für mich
zugleich ja auch Inspiration. Ich schreibe Lieder über das. Ich finde das spannend. Ich beobachte das auch gerne. Ich bin einfach in gewissen Situationen eher wie raus. Also ich singe, im Milli Vanilli singe ich wirklich in der ersten Strophe so, hey, wer will schon einen, der immer ehrlich ist? Wer will schon einen, der zu seinen Fehlern steht? Aber hey, so einer bin ich. Oder? Ja. Yeah. Das und, bin ich. Und, aber das bedeutet auch, wenn du Matrix nimmst, mit der roten oder blauen Pille, oder? Wenn du einfach so bist, wie du bist und es den Leuten auch sagst und halt mal herstehst und sagst, ja, es hat jetzt heute Abend nicht so viele Leute und dann auch ein Foto postest, wo man das sieht, dass es vielleicht nicht so viele Leute hat, ich bin der. Oder? Aber du wirst für das eigentlich bestraft in der heutigen Zeit, oder? Also heute musst du eigentlich vorgeben, dass es nicht so ist. Und ich glaube eben nicht mehr wirklich. Ich finde das aber sehr anstrengend. Ja. Hast du das Gefühl nicht? Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, vielleicht auch wegen der Pandemie, aber sicher nicht nur, ist so ein bisschen eine Trendwende ersichtlich von eben zurück zu dieser Ehrlichkeit. Weil die Leute mittlerweile auch viele durch den Bullshit gesehen. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, aber ich... Aber weißt, ich lasse mich ja selber blenden. Weißt du, ja, es gibt Konzerte, da bin ich gewesen. Und am nächsten Tag kann ich schauen. Und dann hat es viele Leute. Und dann denke ich, hä? Das hätte ja gar nicht so viele Leute gehabt. Aber drei Wochen später, wenn ich nochmal über den Feed scroll, weiss ich das nicht mehr. Sehe ich immer noch, wie viele Leute es dort hatte. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, es ist noch nicht an dem Punkt. Aber ich habe das Gefühl, die Ehrlichkeit kommt ein bisschen mehr zurück. So. Weil zum Beispiel, also sehr ersichtlich ist es gesehen während der Pandemie, zum Beispiel eben mit, um den Kreis zu schließen, Awardshows, ja, wo dann nicht mehr haben können im grossartigen Kodak Theater sein, wo alle sich rausgeputzt haben, sondern die sind dann einfach daheim gesessen mit ihren Familienmitgliedern und ein paar haben sich rausgeputzt und du hast dann gesehen, wie absurd das eigentlich ist. Also weißt du, dass eben die normalen Menschen für ein oben sich nicht normal verhalten. Und in der Comedy ist es zum Beispiel extrem, darum haben wir einen Podcast und so. Früher hast du auch nur gerade gesehen, was die Person auf der Bühne erzählt und das ist dann bare Münze gesehen. Und da mittlerweile auch eben Musiker und sonstige Gäste, wir reden wirklich über das, was uns betrifft und wie wir es fühlen. Und ich habe das Gefühl, das baut auch eine stärkere Connection. Weil okay, wenn es jetzt mal mega läuft, klar kannst du zeigen, wie du im Stadion, bist. Aber durch das hast du keine Connection zu den Leuten. Sondern die Connection entsteht, indem du eben mal in einem Raum bist, mit ein bisschen weniger Leuten. Und einerseits mit denen eine Verbindung aufbaust und andererseits aber das dann auch wieder teilst. Weil die Leute verstehen, merke ich in meinem Umfeld, seit Covid verstehen sie mehr, dass nicht jede Bude immer voll ist. Und das ist vorher so ein bisschen die Erwartungshaltung gesehen. Ja, genau. Und auch so ein bisschen die grundsätzliche Meinung. Dass einfach eben, wenn jemand sagt, ich bin auf Tour, sage ich, ja, ist überall ausverkauft. Immer. Ja. Überall ausverkauft. Und ich weiss, wie jetzt nicht mehr, aber wie zum Beispiel im Deutschen ein Comedian vertraglich drin hat, das muss stehen, dass es ausverkauft ist. Das ist eine geile Vertragsklausel, einfach zu sagen, egal wie viele Tickets weg sind, wir haben ausverkauft. So und so viele Tage vorher wird kommuniziert ausverkauft. Oder? Und ja, was bringt dir das denn schlussendlich? Das ist dann wieder ganz klar das Ego. 100%. Ja, aber eben, das wird halt schon gestreichelt da. Also, wenn ich es so beobachte, habe ich einfach schon das Gefühl, dass das die Art ist, wie heute Marketing gemacht wird, oder? Egal, ob es jetzt in Musik ist oder das beste Auto oder durch Verknappung wird irgendwie das neue iPhone. Absolut. Alle haben es wollen, dabei haben sie einfach nur weniger gemacht. Ich verstand, dass der Punkt Marketing so ist, aber ich behaupte zu sehen, wie die Leute nicht mehr auf das reinfallen. Ja, ich habe vor allem einfach das Gefühl, es ist nicht nachhaltig. Also weißt, wenn du jetzt ein Act bist, der voll auf das geht und die Leute kommen dann an deine Show und sehen, dass es nicht so ist und dann am nächsten Tag postest, aber wieder, dass sie voll gewesen. Irgendwann kommen die Leute nicht mehr. Genau. Oder? Also das glaube ich auch, da bin ich absolut bei dir. Es ist einfach, ich finde es einfach spannend, dass man sogar ich, der weiss, wie das Business funktioniert, immer wieder darauf einfallen. Ja. Und dort mache ich den Bogen zurück zu dem, wo man mal gesagt hat, darum konsumiere ich es nicht mehr, weil ich einfach merke, wie ich selber zu dumm bin. Und immer wieder darauf reingehen. Und es geht mir viel besser, seit ich das einfach nicht mehr mache. Das merke ich einfach. Oder? Also manchmal ertappe ich mich schon auch dabei, wenn ich echt so
bisschen am Anfang verzweifelt. Ich dachte, bin ich einfach jetzt alt? Weißt du, fange ich jetzt auch schon so an, gewisse Sachen einfach nur, weil ich es einfach nicht checke, wie es läuft. Aber ich glaube, ich kann das echt für mich noch so ein bisschen trennen. Es gibt wirklich einfach Sachen, die ich finde, nein, das stimmt für mich so einfach nicht. Oder? Also ich einfach nicht meine Zahlen frisieren, nur, dass es gut aussieht. Oder? Und dort ist es halt eben auch umso schöner, wenn du dann im ausverkauften Saal spielst. Weil du einfach weisst, das ist auch echt, das ist jetzt nicht noch von ein paar Sponsoren, haben wir jetzt noch 300 Leute da eingeladen, yeah. Das ist voll ausgesehen. Yeah. Und, aber wenn der Break kommt am Schluss, ist der gleich keine Gage. Sondern ich habe so viele Leute da gehabt, wie wir haben wollen sehen. Und ich habe einmal am Konzert habe ich auch gesehen gehabt. Ich finde es hure geil, dass alle Leute, die heute Abend hier sind, haben ihr ein Billett gezahlt. Weil Musik kannst du heute aus dem Wasserhahn rauslassen, das kommt einfach. Oder du hast ein Abi bei irgendeinem grossen Telekom-Anbieter und dann hast meistens noch Spotify dabei. Oder? Und die zwei machen das untereinander aus. Der grosse Anbieter mit Spotify, die machen irgendeinen Deal, dass es für beide stimmt. Aber meine Musik kommt genauso gratis raus wie, oder halt eben, wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesen Globuli-Kügeli. Ja, mit der Entschädigung, oder? Und dann finde ich irgendwie, dann muss ich nicht anfangen und meine Gigs auch noch verschenken. Oder? Also du wirst in keinem Post jetzt von der letzten, von dieser Tour finden, ich verlose noch 2x2 Tickets. Das gibt Situationen, wo ich das so mache, weil du einfach merkst, ey, es hat noch niemand mitbekommen, dass wir dort spielen. Jetzt tun wir es mal ein bisschen den Leuten ins Bewusstsein rufen. Yeah. Aber da gibt es 2x2 Tickets und nicht 50. Yeah. Oder? Und ich habe das auf der letzten Tour erlebt. Ich habe ein grosses Venue gespielt und er hat dort einen Veranstalter gefunden. Ja, wir wollen einfach noch ein bisschen mehr Leute drin haben. Und hat dann ihrem Partner gesagt, ja, kannst du noch 100 Leute verlosen. Also das war ein 1000er Venue. Also ganz ehrlich, 1000er Venue fülle ich jetzt einfach nicht einfach so aus dem FF. Da kannst du schon bei 800 Leuten noch sagen, wir verlosen 100 Billionen. Anyway, und dann verlost doch der Partner 50x2 Tickets. In einem Post. Wir verlosen 50x2 Tickets. Und ich wusste, wir haben eigentlich schon richtig gute Leute dort. Yeah. Aber durch diesen Post hat das hat so ausgesehen wie, ja, die sind hure verzweifelt. Yeah, und ich habe einfach irgendwie gefunden, hey, aber Leute. Und die jetzt alle ein Billett verkauft. Ich meine, das ist doch eine Verarschung für die. In Zukunft wird doch jeder einfach warten, mit einem Billett kaufen, weil irgendwann verlosen sie es ja dann. Also ich bin einfach dagegen, Billett zu verlosen. Oder auch in grossen Mengen. Wenn man irgendwie mal sagt, hey, wir gehen noch zum Radio, macht dort ein bisschen Promo und die können noch 2x2 Tickets, das ist doch gar keine Frage. Aber das ist eine Gegenleistung mit dem Radio. Sie machen Promo für mich und bekommen 2x2 Tickets. Aber einfach auf meinen sozialen Medien ein Billett raushauen. Nur so, weil soziale Medien per se einfach mal gratis sind und dann bekommen Tickets, bekommen sie dort auch noch gratis und hier nehmen doch noch den Song gratis. Und by the way, ich habe noch mein Velo steht vor dem Migros, ich habe es nicht gesplossen. Könnt ihr auch gerade noch gratis mitnehmen? Ich finde, das ist einfach eine falsche Entwicklung, oder? Und darum bin ich dort eher der Meinung, wie bei Milli Vanilli. Ich finde halt, ich stehe vor so vielen Leuten her, die mich sehen wollen und freue mich auf denen. Ja, und vor allem, was auch noch krass ist, was ich auch schon oft mitgekriegt habe, ist, wenn dann eben zum Beispiel Zahlen nicht ganz so sind, wie man sie haben will. Also wir reden ja beide immer rein hypothetisch von anderen, oder? Wir reden ja nicht über uns. Also da rede ich jetzt wirklich von anderen. Okay. Die dann halt Show absagen. Ja. Weißt du, wo dann halt einfach, jetzt sind es halt nur so und so viel. Aber ein gewisses Verständnis habe ich dort manchmal schon. Ja. Also, weißt du, wenn du irgendwie weit unter dem Break bist, der Veranstalter legt drauf, du legst drauf, du musst dir irgendwann noch sagen, also aus wirtschaftlichen Gründen wird die Show abgesagt, habe ich dann schon bei einem gewissen Ding auch Verständnis. Richtig, in dem Level habe ich nur um Zego geht, nein. In dem Level habe ich auch Verständnis. Aber ich rede jetzt von einem Gig. Da gibt es eine Mindestgage und die Mindestgage, die sollte eigentlich einfach mal decken, was du ausgibst, oder? Und dann hast du noch nichts verdient, nach Break-Even kannst du wirklich noch verdienen. Und da habe ich wirklich ein paar Gespräche gehabt in der Comedy-Szene, wo ich gesagt habe, weißt du, ich spiele halt einfach nicht mehr von so und so vielen Leuten. Und da habe ich mir sagen, ah, aber, das ist aber schade. Wenn es dir mehr als 5-mal im Jahr passiert, dass nur so und so viele Leute kommen, dann musst du wahrscheinlich von so und so vielen Leuten noch spielen. Also weißt du, du kannst nicht den Marktwert selber verändern aufgrund von deinen Wünschen, sondern aufgrund von was du effektiv kannst anbieten. Genau.
Das finde ich auch. Und, also ich finde, in so einem Fall musst du halt eher dein Konzept ändern. Also yeah. Wenn du sagst, mit so vielen Leuten kann ich nicht existieren, dann musst du entweder sagen, okay, ich drehe mich schon, ich lasse den Lichtler daheim oder ich mache jetzt, habe nicht mehr 17 Musiker dabei, sondern nur noch 5 oder spiele halt, gehe noch heim nach der Show und nicht mehr ins Hotel und habe vielleicht auf dem Rider einfach nicht mehr à la carte, sondern Spaghetti Bolo. Das gibt dir viele Möglichkeiten, wie du die Kosten kannst. Und ich finde irgendwo, der lieber dort mal ansetzen. Ja, und das ist eigentlich auch wieder das Beispiel von der Improvisation, oder? Weil du kannst dir mal so einen Plan machen und kannst sagen, wir haben so und so viele Gigs und das ist das Ausmaß, da. Und dann merkst du halt eben auf dem Weg, es geht nicht nur geradeaus, es kommt eine Kurve, also legst du rein und sagst, okay, was können wir ändern? Anstatt einfach zu sagen, ja, wir lassen es. Ja, nein, also absolut. Aber ich finde, das sind wenige, die so unterwegs sind. Und klar, man muss schon sagen, eben darum habe ich ein gewisses Verständnis. Jetzt gerade in den letzten 3 Jahren habe ich Konzerte verschoben. Ich habe eigentlich keins abgesagt, aber ich habe sie verschoben, weil wir wirklich einfach zu wenig Tickets haben verkauft. Ja, aber das haben alle müssen machen. Weil man einfach nicht gewusst, kann ich dann gehen, kann ich nicht gehen, haben die Leute keine Tickets gekauft und mit dieser Unsicherheit kennen können umgehen. Also weißt du, wenn es schlussendlich darum geht, du spielst 5 Shows und an jeder Show legst 2000 Stutz drauf. Nein, absolut. Dann wird es existenziell. Absolut. Aber an dem Punkt sind wir jetzt einfach wieder wie nicht mehr. Genau. Es ist immer noch unsicher und ich finde eben, an einigen Orten verkaufst du Häuser so aus, wo anderen Orten bringst Spiele kaum weg und du weißt nicht, woran das liegt. Yeah. Und das wiederum zieht sich aber auch durch die ganze Branche. Also es ist nicht nur bei mir so oder bei dem so, sondern es ist einfach wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen fast bei allen so. Und dort muss man sich halt eben schon ganz sicher auch Gedanken machen, wie gehen wir das an. Aber ich finde, dort ist halt eben der Weg der falsche, dass dann die Leute gratis lassen kommen. Das ist für mich der falsche Weg, weil ich meine, wenn du den Leuten suggerierst, du musst nur lang genug warten und dann lädt es dich ein, was wird das nächste Mal sein? Dann wird absolut. Sicher keine Vorverkaufssäckel und ein Billett holen, oder? Und darum bin ich dort viel mehr der Meinung, dass man halt einfach andere Wege findet. Und das ist dann Marketing und da sollen sich andere den Kopf darüber zerbrechen, wie das funktioniert. Da bin ich der falsch. Das ist ja das wirklich Gemeine, was ich schon ein paar Mal haben müssen feststellen, das wirklich Gemeine ist ja auch eben an Verkäufen. Die Leute gewöhnen sich ans Einte. Nämlich irgendwie, frage mich nicht 2 Tage vor der Vorstellung, vor der Show, kann ich noch Tickets kaufen? So, und dann aus irgendeinem Grund hast du jetzt Momentum und du fährst auch das Zeug ausverkaufen vorher. Genau, habe ich jetzt gerade erlebt. Und dann, kommen sie ja, dann wollen die Leute umso mehr. Ja, genau. Weißt du, wo du dann so denkst, shit, jetzt hätte ich eigentlich ein zweites Mal können spielen. Ach, ja, wenn wir das richtig geplant hätten, hätte ich gerade die Zusatzvorstellung angesetzt. Ja, weißt? Genau. Und nehmen anders, planst dann mal und sagst, hey, wir machen es an dem Tag. Das letzte Mal war es super gewesen. Genau, man hat aber noch Option, am Tag drauf noch eine Zusatzvorstellung zu machen. Dann hast die Ente nicht voll. Und dann bist du so, was ist jetzt wieder passiert? Ja, aber das finde ich auch krass. Vor allem finde ich es immer krass. Dann schreibst du nachher, ausverkauft, und dann bekommst du DMs und Ding. Und hey, können wir nicht noch irgendwie? Und können wir nicht noch irgendwo? Und dann musst du sagen, hey, das Haus hat eine Kapazität von 600 Billionen und die ist ausgeschöpft. Ich kann nicht mal meiner Mutter sagen, sie können noch kommen. Weißt, es geht einfach nicht. Yeah. Ja, aber kannst du nicht noch? Hey, 30 Kilometer weiter spielen wir auch noch. Ja, nein, das ist mir zu weit. Yeah. Ja. Wir haben 30 Kilometer, oder? Also, ist noch ein Bahnhof, Hockeyzug? Nein, ist mir zu weit. Oder? Und dort merkst du einfach, die Leute sind einfach auch ein bisschen faul geworden. Und sie bekommen halt alles. Yeah. Irgendwie. Yeah. Und ohne das, ich bin eben auch ein bisschen faul geworden. Und ich bin mir das eben auch ein bisschen gewohnt. Und das ist eben dort, bevor ich da den anderen einen Vorwurf mache, muss ich zuerst an mir ein bisschen arbeiten und sagen, okay, muss man dort mal mein Verhalten wieder ein bisschen ändern. Oder? Yeah. Und auch selber mal wieder ein bisschen Konzert schauen. Das ist nämlich auch so etwas, wo ich dann manchmal mich schon auch ein bisschen ertappe und merke, ja, ich gehe eigentlich auch nicht mehr so ins Kino. Gehe auch nicht mehr so Konzerte schauen. Es ist halt einfach gäbig, wenn du am Abend noch ein Fondue kannst essen und das Bischi anlegen und dann ein bisschen vor den Fernseher hückeln, oder? Und das ist halt schon, da muss man sich selber an die Nase nehmen. Yeah. Wenn ich den Leuten sage, kauf mein Album, dann muss ich zuerst mein Verhalten mal hinterleuchten und sagen, okay, ich konsumiere meine Musik auf Spotify. Aber, und darum kann ich das auch mit gutem Gewissen sagen, die Acts, die ich weiss,
die kommen raus. Wenn jetzt ein Kunz rauskommt oder einfach einer von meinen Buddies von der Schweizer Musikszene, dann kaufe ich das Album einfach. Mhm. Das gehört einfach dazu. Yeah. Dann gebe ich einfach die 15 Stutz aus. Ich werde das nicht einmal hören auf iTunes. Nicht einmal, weil ich es auf Spotify in meiner Playlist habe. Mhm. Aber ich kaufe es trotzdem. Yeah. Und das müssen sich die Leute einfach wirklich bewusst sein. Wieder mehr. Oder? Und dort muss man aber eben bei sich selber anfangen. Man muss eben dann auch nicht dem Kollegen schreiben und sagen, hey, kannst du mich auf die Gästeliste tun, sondern man geht einfach auch auf das Billett. Absolut. Weil man einfach genau weiss, hey, auch der muss irgendwo sein. Mhm. Oder? Und wir haben es gehabt über Freunde und Bekannte, wo sich plötzlich hat geändert hat. Yeah. Und das ist während der Pandemie, habe ich gefunden, hat man das halt schon auch bei solchen Sachen gesehen. Weißt du, wenn es nicht darum ist gegangen, hey, wie geht es dir? Mhm. Du, geht nicht so gut, es ist noch schwierig. Ja, such dir doch einen Job. Hey, das ist mein Job, im Fall. Seit 25 Jahren oder seit 20 Jahren. Oder einfach so das Bewusstsein, dass deine Freunde zum Teil, das ist jetzt nicht mega oft vorgekommen, aber dass deine Freunde zum Teil jahrelang die als Bläuschler haben betrachtet, oder? Und jetzt quasi so finde, ja, jetzt ist mal, jetzt siehst du eben mal, wie das musst halt eben etwas schaffen, wo ich finde, hey, es ist im Fall ein hoher Job, wenn ich da immer und vor allem im Coiffeursalon hat man es dir nicht gesagt, oder? Es ist sehr vielen Leuten sehr scheiße gegangen, in verschiedenen Belangen, und es ist ja dann auf einmal eben so um, wie haben Sie es genannt? Essentiell. Das ist doch immer das Wort gewesen, wo man geschmissen worden ist. So, ist es essentiell für die Gesellschaft? Oder? Ja, Gesellschafts... Systemrelevant. Systemrelevant! Das ist das Wort gewesen. Danke, Christoph. Danke vielmals. Ich muss mal schnell da... Ja, was haben wir für Zeit eigentlich? Jetzt haben wir schon über eineinhalb. Ich möchte noch zwei Sachen muss ich noch loswerden. Ja. Und zwar... Du hast Heimweh angesprochen heute und ich habe gewusst, wenn ich mal länger mit dir als irgendwie zwei Minuten rede, dann muss ich dir die Geschichte erzählen. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, wo ich mal damals noch fürs Tele Basel als Reporter, sind wir eine Woche auf Rimini. Of all places. Okay. Und es war irgendwie mit so einer komischen Kollaboration von Rimini Tourismus und hat man dort irgendwie, die haben einfach so ein paar Berichtwellen. Und es ist darum gegangen, dass man nicht nur zeigt, dass es eine Partystadt ist, sondern dass man halt irgendwie auch Olivenöl und Kultur und was weiß ich. Und dann haben sie gefunden, es ist eine mega gute Idee, 16-jährige Reporter da hinzuschicken, wo eigentlich beim Jugendfernsehen schafft, oder? Sprich, was hat er gemacht? Er ist hauptsächlich mit der Reisegruppe, die sie begleitet haben, ist er auf jeden Tag gesoffen und Party machen. Und an einem oben ist die Reisegruppe in einer Bar gesehen und der DJ hat Heimweh laufen lassen. Und die ganze Bude hat Heimweh mitgeschrauen. Und es ist vielleicht Donnerstag oder so, wirklich. Und ich bin 16 und ich bin eben so irgendwie so, wow, ich entdecke die große Welt jetzt da als Reporter und solche Sachen. Und ich habe das Lied zu Tod gelost. Und wo das gekommen ist, habe ich so ein warmes Gefühl von Vertrautheit gekriegt und von Gemeinschaft, wie alle Menschen dort, die ich nicht kennt habe, zusammen das Lied singen, an einem Ort, wo es nicht herkommt. Genau. Und ich habe gewusst, irgendwann sehe ich dich und irgendwann erzähle ich dir das. Es ist eben noch schön. Da können wir ja eigentlich auch einen Bogen schlagen auf den Anfang, wo wir so darüber hatten, was eigentlich die Essenz ist von Musik machen. Mhm. Es ist eben genau das. Ja. Es sind genau so Geschichten, weil du musst einfach eins sehen, du wirst... Wir haben uns vor heute, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Ja, oder, vielleicht einmal. Ja, aneinander vorbeigelaufen, oder mal ein flüchtiges Heu. Aber jetzt nicht wirklich, dass wir zusammen haben geredet. Und trotzdem bist du mit mir verbunden über das Lied. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, absolut. Ich jetzt nicht gewusst vorher, aber die Verbundenheit, die du hast, wenn du das Lied hörst, ich habe das Lied mitunter geschrieben oder einmal mitgeschrieben mit den anderen zusammen. Und das habe ich mit ganz vielen Liedern. Ganz viele Leute haben sich zum ersten Mal geküsst zu einem Lied von mir. Die werden ein Leben lang, wird das Lied und schlussendlich auch ich mit meiner Stimme mit denen verbunden sein. Hochzeitssong, an einer Beerdigung, Schutzengel laufen, das sind wirklich sehr
tiefe emotionale Momente. Gerade Heimweh ist so ein Beispiel, wie viele Leute mir geschrieben haben, sie seien unterwegs gewesen und auf Geschäftsreise oder haben mega ihre Familie vermisst und sie einfach heulend im Hotel das Lied am Singen gewesen und sie dazu auf dem Bett rumgekommen. Die haben das alles noch präsent im Kopf. Und das ist 20 Jahre her. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Und die Verbindung, wenn du da hockst und ich fühle mich echt noch nicht so alt. Mhm. Weißt du, ich finde wirklich. Ich bin zwar 44, aber ich fühle mich immer noch wie 20, ähnlich. Also das kannst ja du sicher auch bestätigen. Auch wenn du noch nicht so alt bist wie ich jetzt. Aber und dann kommst du so Geschichten, das ist wie eine Zurück in die Zukunft. Yeah. Oder weißt du, so wie eine Zeitmaschine. Yeah. Das holt mich immer wieder zurück und zeigt mir einfach auch, wie privilegiert ich es doch eigentlich, oder wie ich doch auch ein bisschen bin, als Musiker. Eben, wie du kannst bei den Leuten mit einem Lied eine Verbundenheit schaffen, die sie ihr Leben lang nie mehr loswerden. Mit was kannst du das sonst? Oder mit Kaffeetassli herstellen, ist irgendwie verbrochen. Irgendwann rühren sie es fort. Aber ich mache irgendetwas, wo unter Umständen, das wird mir vielleicht nicht mehr gelingen, mit den Liedern, die ich jetzt schreibe. Aber vielleicht eben schon. Und das ist das, was ich gemeint habe, was ich gesagt habe, jeden Song oder jedes Mal, wenn ich ein Lied schreibe, kann das mein Leben wieder verändern. Absolut. Positiv. Absolut. Und mit mir zusammen auch ganz viel Leben von anderen Menschen. Oder? Und das wird vielleicht nicht ein Song sein wie Milli Vanilli, aber es wird vielleicht ein Song sein wie «Unser Sommer». Also wenn ihr das Album noch nicht gehört habt, geht mal «Unser Sommer» hören. Das ist genau so ein Lied, wo es darum geht, man hat sich in den Ferien oder im Geschäft oder irgendwo hat man jemanden getroffen und man weiss genau, am ersten Tag weiss man schon, in 10 Tagen ist das vorbei. Egal, was jetzt da zwischen diesen 2 Menschen passiert oder zwischen diesen 6 Menschen passiert, in 10 Tagen ist das vorbei. Und das habe ich erlebt letztes Jahr, als ich Musical gespielt habe, Thuner See-Spiel, mit 20 Leuten. Und das ist so eine tiefe Verbundenheit, die du erlebst, wenn du zusammen so ein Stück probst zuerst. Dann spielst du das jeden Abend vor 2900 Leuten, bekommst Applaus und am Schluss von dem Sommer legst du dir in den Armen und weißt genau, wir haben es schon von Anfang an gewusst. Also, ja, auch wenn wir gewusst haben, dass der Tag mal kommt, jeden Moment haben zelebriert, als wäre es die letzte Stunde, fühlt sich unfair an und irgendwie noch nicht real. Wieso bleibt die Zeit nicht stehen? Und das ist genau bei diesem Song. Der wird jetzt auf das Leben mehr mit dieser Crew von denen verbinden und jeder von denen mit mir. Aber ich bin überzeugt, ganz viele Leute, die das Lied hören, werden genau die gleichen Gedanken haben, weil sie in den Ferien jemanden kennengelernt, Tauchlehrer, und genau gewusst, wenn ich abreise von Mauritius, bleibt der da und ich gehe wieder heim und habe die Zeit von ihrem Leben gehabt und ich werde diesen Song hören und das wird die auf ewig an das erinnern, und, aber mit mir. Und das ist etwas, was ich mega, mega schön finde. Das kann nur Musik, finde ich. Oder es gibt vielleicht einen Film oder einen Geruch. Ein Geruch kann das auch. Extrem, ja. Oder? Ein Geruch, du kannst, ich weiss noch genau, wie meine erste Freundin, und dann bin ich irgendwie 6, 7 gsi, weisst du, so als Schulschätze. Weil das irgendwie der, ihre Mutter hat irgendein Parfüm gehabt, wo die sich halb angespritzt, wenn ich vorbeikomme, weil sie fein wollte schmecken. Und das ist irgendein Duft, den gibt es heute noch. Ich weiss auch nicht genau, was es ist. Echt, Köln ist Wasser, keine Ahnung. Yeah. Wenn ich diesen Duft in die Nase bekomme, bin ich dort. Und das kann Musik gehen. Extrem. Und das Krasse ist, wenn du beides kannst verknüpfen miteinander. Wenn du irgendwie diesen Song hast gehört und etwas hast geschmeckt dabei. Das ist der Hattrick, sozusagen. Der Hattrick, genau. Und das Zweite, was ich noch schnell ansprechen ist, du bist schon mal in dem Podcast erwähnt worden. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Aber der Wamm war da. Der Wamm. Und der Wamm hat irgendwie erzählt, wie die beide bei The Mask Singer gesehen sind. Muss ich gar nicht nachhören. Habe ich noch nicht gehört. Aber das ist noch nicht so lange her in dem Fall. Nein, was hast du gesehen? 3-4 Monate oder so. Und wie irgendwie absolutes Kommunikationsverbot, dass man dort mitmacht. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Mittwoch oben oder was auch immer gesehen ist, der euch gegenseitig SMS-let, was machst du oder irgendwie so. Ja, ich habe ihm geschrieben. Ja, darum schon vorher, ich habe Sandra Studer habe ich auch schon geschrieben. Mit der Sandra Studer habe ich eigentlich noch fast das lustigere Erlebnis gehabt. Wir haben wirklich mehr komplett Kontaktverbot gehabt. Und das ist wirklich, weißt du, das ist ein heavy Vertrag unterschrieben, wenn du das irgendjemandem erzählst, der wirklich Konventionalstrafe und so, wirklich, die haben wirklich extreme Geheimhaltung. Und nach der dritten Show habe ich gewusst, wer unter diesen Masken ist. Yeah. Oder mindestens vermutet. Und dann
bin ich an einem Abend und man war wirklich einsam gewesen. Es war wirklich ein sehr strenges Format. Also wirklich, das habe ich wirklich, hätte ich nicht so erwartet. Es war recht anstrengend gewesen. Bin ich dort im Hotel gewesen. Nimm mein Handy vor, wo ich gerade ein Foto meiner Frau schicken. Mhm. Meine Frau hat gewusst, wo ich bin, und ich habe mal so ein Foto gemacht, wie ich da, weil wir sind immer so in einer Maske mit einer Skibrille rumgelaufen, als ich es niemand kennt, auch wenn wir die richtige Maske nicht anhaben. Dann haben wir ein Foto gemacht, wie ich dort muss umeinander laufen. Habe das wollen schicken. Und dann sehe ich im Airdrop, wenn ich das andere Studio. Und dann schaue ich das so an und denke so, das ist die auch da gerade in der Nähe. Weil ich vermutet hatte, dass sie unter einer Maske ist, oder? Nein, ich dachte, okay, schreibst du mal Sandra Studio so. Hey Sandra, bin gerade in Zürich, was machst du? Und sie so um ein Heisspray etwas rumgeschrieben, ja, sie sind gerade, sie haben Sendung morgen und sie müssen noch vorbereiten und so, sie können leider nicht. Oder weil ich dachte, kommst du gleich ins Kaffee? Nein, so, bist du sicher? Und dann sie so, ja, wieso? Ja, denkst du nicht, du seist in einem Hotel in Köln? Und sie wirklich, hure lang nichts gekommen. Und irgendwann kommt so, wieso meinst du? Und ich, nein, habe ich gesehen, du musst einfach den Airport ausschalten an deinem Laptop, wenn du nicht willst, dass die Leute wissen, wo du bist. Oder? Hier, dann ist das so erklüpft, oder? Und mit der WAM habe ich sofort gekannt. Und dann, die Woche darauf, habe ich von meiner Betreuerin gehört, dass der Pinguin auch in diesem Hotel sei. Und da ich gewusst habe, dass der Pinguin der WAM ist, habe ich gedacht, wo bist du? Oder? Und dann hat er auch irgendetwas um ein Heisspray umgestellt und gesagt, komm, ich weiss, dass du dort bist. Yeah. Und jetzt habe ich dir deine Geschichte vorweggenommen. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte sie von dir hören. Ist perfekt. Nein, er ist ja so ein sweeter Typ. Ich habe für mein neues Album, komme jetzt auf das auch nochmal zu reden, falls ihr es noch nicht habt gesehen oder gehört, habe ich ganz viel, ich sage nie gerne Promis, weil ich selber auch nicht gerne so genannt werde, aber einfach Kollegen aus der Branche oder auch branchenfremd, aber einfach Leute, die man kennt, habe ich das SMS geschrieben und gesagt, hey, würdest du einen Text von mir vorlesen? Noch bevor das Album ist rausgekommen, noch bevor man gewusst, wie der Song tönt, nur den Text vorlesen, weil ich einfach den Leuten auch die Texte von mir ein bisschen näher bringen. Also da kommt immer wieder auf meinen sozialen Medien, postet immer wieder ein Lied. Unter anderem der Baschi, wenn wir es vorher darüber gehabt haben, Baschi hat einen gemacht, der Seven hat einen gemacht. Und eben der WAM. Mega geil. Und das muss ich dann gerade so posten, dass die Leute, die das jetzt schauen, dann gerade können schauen. Ja, mach das! Mach das! Übermorgen kommt der Pod raus. Übermorgen, also. Yeah. Dann weiss ich, wenn ich den One poste. Und dann hast du gerade etwas zu tun auf Social Media. Genau. Ja. Hey, vielen herzlichen Dank, bist du da gewesen. Danke dir vielmals. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, alles Liebe. Und ja, das kann ich nur zurückgeben. Kommst du mal eine Show? Okay. Sehr gern, wirklich. Also, du darfst mir wirklich auch sehr gerne schreiben. Sehr gerne auf Gästeliste. Ja, und gleichfalls, ja. Anytime. Gell? Also, kommen wir einander gegenseitig Gästeliste. So machen wir es, ja. Danke, cool. Christoph. Danke, Christoph. Hast gar nicht so viel einblenden jetzt im Bildschirm. Ja, aber er hat schön geschnitten. Er hat schön immer hier und her geswitcht. Und euch draußen alles Liebe. Bis bald. Peace. Thank you.